Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme, neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen mit mir, dem Max. In Folge 189 heute soll es gehen um The Manchurian Candidate, Botschafter der Angst von 1962, Regie John Frankenheimer. Und weil Solo-Podcasts ja immer sehr anstrengend sind aus meiner Sicht und zur Meisterschaft gehören, habe ich mir einen Raum- und Zeitreisenden eingeladen. Der ist von der USCSS Nostromo durch das Weltall gerauscht bis in die Studio-Link-Leitung. Der Sebastian von den Nostromo-Gesprächen. Hallöchen. Hallo Max, ich grüße dich. Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Mir fehlt ein bisschen Schlaf, weil ich sehr lange gestern noch einen großartigen Film geschaut habe. Und ich glaube, darüber werden wir heute dann doch viel zu berichten haben. Ja, genau. Du machst, bist sozusagen ja, Mitbetreiber der Nostromo-Gespräche. Mhm, genau, also ich habe da so einen kleinen Filmpodcast. Ist ja gerade in Mode und en vogue, einen Filmpodcast zu haben. Und ja, genau, so einen habe ich. Und wir wären 4 Jahre alt, tatsächlich. Jetzt, während wir das jetzt aufnehmen, in einer Woche, gibt es uns dann schon 4 Jahre. Also noch nicht so lange wie euren Podcast, aber wir arbeiten dran. Ja, und ansonsten ja, bin ich halt freiberuflicher Filmemacher und ja, mache viel Commercial Work und Werbung, Kurzfilme, Musikvideo, was man eben halt alles so macht. Und da ist dieser Podcast, dieser Filmpodcast, eine sehr schöne Abwechslung zu meinem ja, Arbeitsalltag. Ja, genau, weil du jetzt gerade sagtest, 4 Jahre. Wir hatten am 22. März 2014 ungefähr unsere erste Folge, also sind das jetzt 9 Jahre. Wobei ja die letzten schon ein bisschen ruhiger waren, aber das ist eben so. Genau, und du bist in Leipzig, ne? Genau, ja. Leipzig. Genau, also wir ein bisschen, beziehungsweise normalerweise bist du eben an Bord der Nostromo natürlich unterwegs. Genau, die schwirrt, Fred ist Berlin und der Udo ist in Düsseldorf und wir treffen uns dann im Internet. Genau, kann man ja auch nochmal ganz kurz sagen, es gibt, wird hier wieder Kapitelmarken geben, da könnt ihr also, wenn euch das hier schon alles nicht interessiert, warum auch immer, schön weiterhüpfen mit einem ansprechenden Podcast-Player oder einem Podcatcher und ich werde natürlich auch ein paar Links zu Nostromo etc. dann mit einbauen, die gibst du mir dann natürlich hinterher nach der Folge, dann kann man sich das auf der Internetseite oder auch, wie gesagt, in guten Podcatchern ist das da auch immer mit aufgeführt, kann man sich das dann immer direkt anklicken und noch weiter eintauchen in das Filmpodcast-Universum. Ja, ich hänge seit letztem Jahr doch wieder recht deutlich hinterher mit meinen Podcast-Abos. Bei euch hatte ich mir jetzt zuletzt gerade noch, ich habe die Freddy-Reihe noch endlich abschließen können, die Horror-Oktober-Geschichte um die Nightmare-Filme und habe mir dann nochmal Basic Instinct angehört, weil ich den jetzt gerade die letzten Tage hier vorgeführt habe bei uns im Kino. Das war auch nochmal ganz, ganz nett so zur Auffrischung und bin jetzt, glaube ich, die Cabinet of Curiosity Folge hatte ich jetzt noch gehört von Pan Cosmatos hier, von dem Solomon. Mhm, ja, das war unsere Notfallfolge. Wir wollten da eigentlich einen Carpenter-Film besprechen, Christine, und uns ist der Gast wirklich ganz kurzfristig abgesprungen, so 2 Stunden vor der Aufnahme. Ui. Und Udo und ich haben aber diese Folge von Panos Cosmatos wirklich sehr abgefeiert, kann man fast sagen. Und das haben wir dann auch eine Stunde gemacht. Wir haben ja eigentlich das Ding ja nur gelobt und Genau, und ja, ich hänge jetzt so zwischen Episode 75 und sehe gerade hier bei 85, 86 seid ihr. Ja, genau, aber heute wird es, es wird eigentlich weniger fantastisch, aber irgendwie auch ein bisschen fantastisch, vielleicht. Mhm. Vielleicht ist das ja auch alles schon Realität und wer weiß. Es soll gehen. Und wie gesagt, um The Manchurian Candidate. Aber vorher habe ich noch etwas quasi Vorgeplänkel, Nebenschauplätze. Wir haben nämlich, das habe ich ja gerade gesagt, 9 Jahre, wir haben bei Apple Podcasts haben wir jetzt auch eine 1-Sterne-Bewertung gekriegt. Da bin ich auch eher zufällig drüber gestolpert, hat immer wieder so unregelmäßig drauf geschaut.
recht ausführlich geschrieben und die möchte ich einmal vorlesen und noch so ein paar Sätze dazu sagen. In der leisen Hoffnung, vielleicht hört derjenige, der das geschrieben hat, oder diejenige, aber ich glaube, es ist ein er, hörte das. Ja, also bei Apple Podcast haben wir einen Stern bekommen am 27. Dezember, kurz nach Weihnachten 22. Munich 1982 oder 1982. Ich würde vermuten, jemand aus München, geboren 82. und er oder sie schreibt, die Moderatoren haben keine Ahnung von Filmen. Sie stellen Filme vor, von denen sie ein paar Infos aus dem Internet gezogen haben. Wenn sie zu den Schauspielern oder der Crew kommen, sagen sie bei den Filmen, bei denen diese mitgewirkt haben, regelmäßig, kenne ich nicht, habe ich nie gehört, gesehen. Ich frage mich, wie man sich trauen kann, mit so wenig Filmwissen einen Podcast zu gründen. Die Besprechungen der Filme gehen auch nie in die Tiefe, sondern sind auf dem Level, mit dem ich mit meiner Oma, indem ich mich mit meiner Oma über Filme unterhalte. Sätze wie, ja, der war lustig, prägen die Gespräche, ohne weitere Analysen zu bringen. Leider nicht empfehlenswert. Sorry. Ja, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mich ein bisschen darüber aufgeregt und nach einmal drüber schlafen und mittlerweile ja schon ein paar Mal drüber schlafen, bin ich da ein bisschen entspannter. Ja, also zunächst einmal, eigentlich sage ich ja in den Folgen oft genug, wenn ihr uns nicht 5 Sterne geben wollt, sollt ihr uns erstmal anschreiben, damit wir darüber reden können und ihr uns eine gute Bewertung gebt. Nein, das ist natürlich völlig frei, kann ja jeder machen, wie er möchte. Ja, die Überschrift, die Moderatoren haben keine Ahnung von Filmen, ja, finde ich, ist Quatsch. Tut mir leid. Das ist viel zu pauschal. Dass ich nicht jeden Film kenne, etc., das ist mir völlig klar, das ist ja auch ein Grund für diesen Podcast, wie ich auch allgemein sagen würde, dass wir haben ja mittlerweile ein relativ großes Archiv hier, über 180 Folgen, und dass man da nicht jede Folge, jeder Mensch hört, das ist völlig in Ordnung, aber vielleicht ja dann doch nochmal in die Nullnummer reinhören oder so, denn wir, also hat es ja mittlerweile eh überholt, weil Christian nicht mehr dabei ist von früher, aber dass wir da ja auch gesagt haben, es war zumindest mal so, wir gucken einen Film, den wir meistens vorher noch nicht kennen oder einer zumindest noch nicht kennt und fangen eigentlich fast direkt nach dem Film mit der Aufnahme an. Das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen geändert, aber das war ja mal so dieser Gedanke, dass man eben nicht unbedingt eine sehr intensive Vorbereitung über die Hintergründe und so macht, was ich auch manchmal bedauert habe, aber war dann eben so. Das so vielleicht nochmal zur Einordnung. Und mit diesem, wenn sie zu Schauspieler oder Crew kommen, sagen sie bei den Filmen, die sie mitgewirkt haben, kenne ich nicht. Mir ist es in dem Punkt wichtig, das muss ich vielleicht öfter mal nochmal betonen, ich möchte gerne so Namen erwähnen, um sie einfach mindestens einfach mal eben erwähnt zu haben, dass man die auch mal gehört hat. Selbst wenn ich von den Leuten eben nicht so viel gesehen habe und eben um auch klar zu machen, genau, ich kenne die eben nicht so wirklich oder sie sind mir vielleicht als Name geläufig, aber ich merke, ach, ich habe noch gar nicht so viel von denen gesehen, aber sie sind mir irgendwie so, sind halt so große Stars mal gewesen oder haben eben bis heute noch so Nachwirkung und da eben so nach und nach meine weißen Flecken auf den Landkarten so ein bisschen zu verkleinern. So, jetzt darfst du kurz auch gerne. Ja, also grundsätzlich, ich habe die letzte Folge, die hattest du mit einer Gästin aufgenommen, das war ein etwas älterer deutscher Film, wie sollte es auch anders sein? Und da habe ich mir selber schon gedacht, so, oh, das glaube ich, das hätte ich jetzt nicht so häufig gesagt, so wie den kenne ich nicht, die kenne ich nicht, die kenne ich nicht. Weil das sehe ich schon in der Recherche, wenn ich keinen kenne, dann versuche ich diesen Part selber ja auch schon auch bei uns auch irgendwie so ein bisschen so einzudampfen, dass man es zumindest mal kurz namentlich erwähnt hat, weil das stößt, und das haben wir selber auch gemerkt, einigen sauer auf, wenn man es sagt, dass man dazu nichts weiß. Eigentlich ist es ja völlig in Ordnung, das zu tun, aber die Podcasts werden ja vor allen Dingen auch von Leuten gehört, die selber große Filmfans sind und selber auch ganz schön viel Filmwissen haben. Und die gleichen das natürlich auch immer mit ihrem Wissen ab. Und wenn man dann auch noch sagt, das weiß man nicht, dann hat man zumindest diese Gruppe von ZuhörerInnen natürlich ordentlich vom Kopf gestoßen. Das ist so das eine. Auf der anderen Seite, ich hätte mich schon gefreut, als auch bei uns ist so Kritik, wenn ihr so habt, schickt halt einfach mal eine Mail rum, wie du es schon gesagt hast, und geht mal drauf ein. Da finde ich es ganz cool, dass es Spotify gibt, wo man da Kommentare zu den einzelnen Folgen einfach mal mit reinhauen kann, ohne jetzt diesen ganzen Podcast down zu werten.
Ja, genau, bei Spotify bin ich gar nicht groß unterwegs. Also ich weiß, dass unser Podcast da, nicht, da rumliegt, aber ich verweise ja, wenn, dann eher auf die Webseite und ab und an kommen da auch nochmal Kommentare. Ja, was du gerade gesagt hast, das ist wahrscheinlich was, worüber ich mir eher wenig Gedanken mache oder vielleicht das so ein bisschen im Hinterkopf habe, dass da manche Leute heute, wie eben jetzt hier mit dem Kommentar sagen, wie, kennt ihr nicht, was soll das, ihr wisst es ja nicht. Aber auch da sage ich dann eben einfach, ja, aber das ist eben, da gehe ich lieber mit offenen Karten rein und sage hier, ne, ich betrete mir unbekanntes Gebiet und mag jetzt beim Hören vielleicht tatsächlich mal ein bisschen zu lang gewesen sein, kann ich auch mitleben. Aber eben, um nicht irgendwie vorzugockeln, ja, hier, und wir wissen ja alle 100 Filme und ich habe 200 davon gesehen und da. ich fand das auch, hatte ich neulich mal eigentlich reingehört, hier bei Erstkontakt, die filmische Begegnung von Markus, ne? Wo dann Dominik Stark zu Gast war, übrigens auch ein großer Frankenheimer-Fan, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Exakt, der dürfte diese Folge hier auch hören. Ja, glaube ich auch. Hallo, Dominik. und der hatte, also Dominik hat dann eben auch gesagt, so dieses, ja, wie Leute sich dann unterhalten und dann, ja, dieser Film und jeder Film und dann irgendwie so manchmal rauskommt, ach so, den hat man gar nicht gesehen oder so, aber manchmal vielleicht sogar sagt, man hätte ihn gesehen oder zumindest so nicht ganz klar sagt, man hat ihn nicht gesehen, sondern so tut, man kennt ihn und wie gesagt, ich bin da mittlerweile recht entspannt. Ich glaube, ich war früher auch mal so, dass ich dann immer so, ja, das und das und klar und dann, ja, nee, kenne mich eigentlich nicht aus und so und dann lieber sagen, hier, so ist das und genau, wie gesagt, also was ich daraus eben ziehe, so aus dieser Klinik, ist vielleicht eben nochmal jeweils zu sagen, hier, ne, mir geht es darum, dass diese Namen zumindest auch mal erwähnt werden. Man kann natürlich auch andersrum argumentieren, naja, wer sich diesen Podcast anhört, der macht das, weil er sich mit dem Film vielleicht schon auseinandergesetzt hat oder so, aber ich spekuliere ja auch immer, dass es immer noch Menschen gibt, die auf jeden Fall nicht alle Filme, die wir hier geschaut haben, schauen oder geschaut haben und vielleicht ebenfalls ähnlich da gar nicht so diese Namen mal gehört haben. Genau, so. Ich frage mich, wie man sich trauen kann, mit so wenig Filmwissen einen Podcast zu gründen. Ja, das wird in der Nullnummer beantwortet, behaupte ich einfach. Ich möchte jetzt einfach mal behaupten, dass diese Aussage einfach nur stumpf und erlogen ist. Ja. Du hast dann doch schon das einige Filmwissen. Vielleicht solltest du besagte HörerInnen, ich weiß nicht, ob er oder sie, mal nach Rostock einladen, die Livo, und da vielleicht mal den einen oder anderen Lieblingsfilm mal vorstellen mit einer von deinen schönen Einleitungen. Ja. Also ist natürlich, ne, ich beziehe das jetzt eher so auf dieses Cast und Crew und man hat die Filme nie gehört, gesehen. Vielleicht meint das natürlich auch anderweitig, aber ja, also trauen kann man sich sowieso, Leute, wenn ihr einen Podcast machen wollt, macht das. Das, ne, man lernt, man wächst mit seinen Fehlern und also da, ja, wie gesagt, Filmwissen, es ist, also er hat sich ja bemüht, hier ein bisschen länger zu was zu schreiben, das ist ja schon mal sehr gut, deswegen kann man das ja auch, kann man daraus was mitnehmen, aber mit, ja, wenig Filmwissen ist für mich jetzt schwer abzuschätzen, ne? Also ist da alles gemeint von Genre-Theorien bis Kamera über was macht der Best Boy und Grip und wer sind Casting-Leute und wie lange hat ein Film Drehzeit und was hat er gekostet und sowas oder, naja. Die Besprechungen der Filme gehen auch nie in die Tiefe. Ja gut, das kann ich gar nicht bestätigen. Ich habe so eine Idee, dass wir auch, welche Folgen das gewesen sein können oder die Folge, die er dann gehört hat. Ich würde jetzt nicht widersprechen, dass wir ab und zu mal ein bisschen weniger aus Filmen rausgeholt haben. Das hat es auch gegeben, das ist so. Aber es gibt auch aus meiner Sicht definitiv mehr als genug Folgen, wo wir richtig tief abtauchen und genau, vielleicht Munich 1982 nochmal irgendwie, ich weiß, Thomas von Schöne Denken hat damals immer unsere Weiße Hai-Folge ja zu seiner Lieblingsfolge mit erklärt, vielleicht mal eben Weißen Hai mal reinhören bei Jaws. Ja, also ich glaube, da gibt es trotz allem mehr als genug im Archiv, wo man von uns auch tiefergehende Analysen findet. Korrekt. Ja, genau, aber das wollte ich mal loswerden. Wie gesagt, ich, nachdem ich mich relativ doll geärgert hatte zunächst, war ich dann aber eigentlich insofern froh, dass es nicht einfach nur so ein Einstern ist und vielleicht so ein Satz wie Filme, Podcast ist doof, sondern er hat ja wirklich versucht, das hier zu differenzieren und zu sagen, was ihm nicht passt oder wo er eben enttäuscht ist vielleicht. Deswegen war das doch ganz gut.
Und jetzt stehen wir bei 4,9 von 5 mit 33 Bewertungen. Ja, das wollte ich auf jeden Fall mal besprochen haben. In der Hoffnung, vielleicht hört er oder sie eben auch diese Folge nochmal und meldet sich gerne über die Webseite wiederaufführung.de oder wie ich gerade erfahren habe, bei Spotify kann man auch folgenweise kommentieren. Aber da weiß ich nicht, ob ich da mal drüber stolpern werde, wenn ich nicht gerade nochmal irgendwie zu viel Zeit habe und bei Spotify reinschaue, weil ich, wenn dann eher mal bei unserer Webseite überprüfe, ob wir da Kommentare haben oder ähnliches. Wir haben einen Kommentar gehabt bezüglich Collateral. Ich weiß nicht, wo der herkam. Ja, ich habe eine Idee. Ja, die Folge hatte ich dann, weil ich den hatte ich auch nochmal aufgeführt. Michael Mann ist ja jetzt 80 geworden im Februar 2023. Und genau, das ist dann mir nochmal angehört. Ich habe es mittlerweile zweimal gehört, diese Episode. Krass, verrückt. Ja, genau. Jo, das war dieses. Und dann kommen wir zu der ungeliebten Kategorie Namen vor und hinter der Kamera. Und genau, wir starten hinter der Kamera, Person hinter der Kamera. Der Film ist geschrieben von einem Herren namens George Axelrod. Der ist offiziell hier für das Drehbuch gelistet und da kann ich gleich mal sagen, ich habe von dem Namen tatsächlich vorher nicht gehört, aber festgestellt, aha, er hat Breakfast at Tiffany, Frühstück bei Tiffany's, ebenfalls das Drehbuch geschrieben. Den Film habe ich schon mal gesehen. Aber sonst sind da auch viele Sachen in seiner Vita, von denen ich gehört habe oder die ich auf meiner unendlichen Watchlist habe. Aber die ich leider eben auch immer noch nicht gesehen habe. Wie geht es dir denn mit Herrn Axelrod? Also bin ich schon mehrfach über den Weg gelaufen. Der gute Mann, der hat ja viele Romane und vor allen Dingen Theaterstücke geschrieben und war dann so ein bisschen spezialisiert darauf, Bücher als Drehbücher zu adaptieren. Also so auch Frühstück bei Tiffany. Das ist ja ein Truman Capote-Buch. Und das hat er halt adaptiert, genauso wie Botschafter der Angst ist ja eigentlich ja auch ein Buch, basiert ja auf dem Roman von Richard Condon. Und genau. Was ich aber letztens tatsächlich erst gesehen habe, sind die zwei Filme Das verflixte siebte Jahr und Bus Stop, alle beide mit der bezaubernden Marilyn Monroe. Ja, genau, das habe ich so gesehen. Aber so eine große Vita hat er nicht, aber also zumindest was Filme jetzt betrifft. Aber ich habe tatsächlich hier so ein Drittel davon schon gesehen. Ja, ja hier auch Fourth Protocol 87 noch und ich glaube Holcroft Vertrag heißt der von 85, Holcroft Covenant. Ja, und er ist hier auch offiziell Mitproduzent gewesen beim Botschafter der Angst. Das sei noch erwähnt. George Axelrod. So. Drehbuch abgehakt. Und Regisseur und eben, er war glaube ich auch Mitproduzent, genau, eben mit George Axelrod zusammen, John Frankenheimer. Meine erste Begegnung mit ihm war mit 102%iger Sicherheit Ronin. Das war in der Jugend ein Film, dem ich begegnet bin und der mich auch bis heute nicht losgelassen hat, dem ich immer gerne mal zurückkehre. Ich glaube, weiß gar nicht, dieses oder letztes Jahr gerade wieder gesehen. Und sonst ist das eben auch jemand, wo ich immer wieder denke, ja, müsste ich wirklich mal noch tiefer einsteigen. Also gerade jetzt hier, Botschaft der Angst ist ja Teil der Paranoia-Trilogie oder irgendwie so lose Trilogie, 7 Tage Mai 64 und Seconds, beziehungsweise Der Mann, der niemals lebte, 66 sind, glaube ich, die drei Filme. Und er hat auch in den 60ern noch gemacht, hier Der Zug, Grand Prix, habe ich leider auch noch nicht gesehen. French Connection 2 habe ich mal gesehen und bin natürlich auch durch die Thomas Harris-Verfilmungen hier rund um die Hannibal Lecter natürlich auch mal über den Black Sunday, Schwarzer Sonntag gestolpert. Damals noch als US-DVD importiert mit schönen gelben Untertiteln. Gibt es mittlerweile, glaube ich, in Australien oder Amerika auf Blu-ray, müsste ich mir auch mal oder hoffe immer noch, dass der vielleicht auch nochmal nach Deutschland seinen Weg findet. Genau. Ja, aber von den, also nach Ronin habe ich bei ihm auch nichts weiter gesehen. Ich meine, es sind jetzt nicht so viele noch, das ist eher Kurzfilm, TV-Film.
Aber genau, es sind auch so ein paar Lücken bei Herrn Frankenheimer. Wie ist denn bei dir? Ich habe als allerersten den zweiten French Connection von ihm gesehen. Vor oder nach dem ersten? Das ist nämlich genau das Ding, aber ich glaube, ich habe sie tatsächlich damals chronologisch gesehen. Die liefen immer im Nachtprogramm in der ARD damals, Anfang der 90er, Samstag. Und da habe ich dann diesen zweiten tatsächlich auch als zweites gesehen. Und ich habe auf jeden Fall als zweites dann Ronin gesehen, den ich bestimmt auch 3-4 Mal gesehen habe. Und durch den Kontakt hier mit schon bereits erwähnten Dominik Stark hatten wir schon länger konspiriert, ob wir denn nicht irgendeinen Frankenheimer-Film nehmen. Und in diesem Abendzug habe ich dann tatsächlich den ganz grandiosen The Challenge gesehen im Deutschen. Wenn er in die Hölle will, lass ihn gehen. Der ist ganz fantastisch. Also Scott Glenn und Toshiro Mifune zusammen in dem Film. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und Year of the Gun im Deutschen verliebt in die Gefahr mit einer wirklich fantastischen Sharon Stone. Eine unbedingte Empfehlung und hat mir auch wieder klar gemacht, was das für ein cleverer Filmemacher ist und wie bodenständig er ist und dass das viel ohne Schnörkel funktioniert und er hat eine ganz eigene Art, Action zu inszenieren. Und ich glaube, da können wir heute auf jeden Fall mal andocken an den Punkt, denn das sieht man auf jeden Fall im Botschafter der Angst, sieht man da schon diesen Grundstein, den er da auch für die spätere Arbeiten da halt auch legt. Ja, ich habe gerade nochmal festgestellt, dieser 99% and 4400% dead von 1974, der war damals, glaube ich, auf irgendeiner Liste im Empire Magazin, bilde ich mir ein, die 20 besten Gangsterfilme, die man nie gesehen hat. Und auf dieser Liste versauert er auch weiterhin noch bei mir. genau, und die Tales from the Crypt-Folge muss ich mal gesehen haben, weil ich die ganze Serie gesehen habe. Ja, auf jeden Fall ein immer wieder entdeckenswerter und interessanter Regisseur, zumindest eben mit den 4-5-5 Dead Bang. Kurzer Prozess, 89 mit Crockett. Don Johnson, ja, genau, Don Johnson und mit Dr. Cox hier. Oh Gott, komme ich auch gerade nicht auf den Namen. Peinlich. Na, egal. Genau, den habe ich auch gesehen, den fand ich auch beim zweiten Mal. Konnte ich mir noch so ein bisschen mehr einordnen. Der war auch sehr interessant. Ja, John Frankenheimer. Immer wieder zu entdecken. Bei Twitter gibt es, glaube ich, den Hashtag Frankenheimer Friday. Da gibt es immer mal so für Interessierte und solche, die es werden wollen, Sachen zu entdecken. Kommt diese Folge an einem Freitag raus? Ja. Wäre eigentlich, würde sich wahrscheinlich anbieten. Aber es mal gucken, wie das so in der Nachbearbeitung hinkommt. Ja, das hätte ich jetzt so zu hinter der Kamera. Hast du noch jemanden, den du da erwähnen möchtest? Vielleicht mal ganz kurz noch mal über Lionel Linden gesprochen, der hier die Kamera gemacht hat. Der ja eigentlich größtenteils, also bis zu diesem Film, ziemlich viel im B-Bereich unterwegs war und seltenst mal so ein A-Ausflug hatte. Der hatte dann irgendwann in 80 Tagen um die Welt hatte der zum Beispiel gedreht. Und dieser Botschafter der Angst, das ist so mit einer seiner letzten Filme, der hat dann noch Grand Prix hat er auch gemacht. Er ist auch von Frankenheimer. Ja, und 1971 ist sozusagen der letzte Eintrag Lösegeld für eine Toten, eine Columbo-Folge. Da hat er noch mitgemacht und ist dann leider 1971 dann schon verstorben im zarten Alter von 66 Jahren. Ist ja noch gar kein Alter. Ja. Und über den müsste man eigentlich heute mal noch das ein oder andere Wort verlieren, weil ich finde seine Kameraarbeit für die Zeit damals fantastisch. Also da gibt es auch ein paar Sachen, die mich wirklich sehr rausgerissen und gestört haben, da kann man drauf kommen, aber hier sind ganz viele coole, clevere Entscheidungen drin. Ich scrolle gerade auch über seine Filmografie so ein bisschen rüber und auf jeden Fall, ja, also die Kamera hier zusammen mit der Inszenierung, das ist schon hochgradig erwähnenswert und da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ja, und sonst sehe ich aber auch wieder so viele Fragezeichen bei mir aufploppen, wenn ich die Liste so durchgehe. Wie das dann meistens so ist. Ja, Lionel Linden, Director of Photography. Jo, dann wechseln wir vor die Kamera.
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, wir kommen von klein zu groß, aber die Namen sind ja nicht unbedingt quasi so angeordnet, wie die Größe ist. Ich würde mit Janet Leigh anfangen, die Mutter von jetzt Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis und für mich natürlich auch, wie für wahrscheinlich Millionen andere, mit der Rolle der Marion Crane in Psycho verknüpft. Wo ich dann Thema Filmwissen, als ich dann The Fog gesehen hatte, hatte ich natürlich vorher schon gelesen. Ja, das ist ja hier, sie ist ja nicht nur im Film-Dings, sie ist ja ihre echte Mutter und auch bei Halloween Age 20. Genau, Touch of Evil, Zeichen des Bösen habe ich auch mal gesehen. Also auch eine große, lange Karriere, fast 80 Jahre alt geworden, die gute Dame, und hat hier auch eine sehr interessante Rolle. Wenn wir vielleicht nachher drauf kommen, ich bin gar nicht sicher, ob ich ihr Schauspiel jetzt so ganz super toll finde oder so, oder ob ich einfach immer noch fasziniert bin von einfach diesen Dialogen, die da aufgesagt werden. Und dann denke ich mir aber, so wie die Dialoge halt gespielt werden und so, das muss natürlich auch ihre Schauspielleistung sein, sonst würde das alles nicht einfach nur verwirrend sein, sondern auch einfach nur langweilig schlecht. Und das kann ich bei diesem Film auf jeden Fall nicht behaupten. Also das ist definitiv die Art und Weise, also ihre ganze Ausstrahlung, Aura, die sie hat. Und dann habe ich auf ihre Augen die ganze Zeit geschaut. Und sie versucht so wenig wie nur irgendwie möglich zu blinzeln und den Blickkontakt wirklich die ganze Zeit aufrecht zu erhalten. Also zu der Person, mit der sie spricht. Und das resoniert natürlich dann wiederum bei mir dann ganz gut, weil ich das Gefühl habe, sie ist eine sehr aufmerksame Zuhörerin. Das heißt also, man muss bei ihr auch aufpassen, und da reichen sozusagen ganz, 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 ganz kleine Dinge, die sie eigentlich nur tut, um das sozusagen zu krönen. Und sie hat das auch angegeben, dass sie da vor allen Dingen Frank Sinatra und Frankenheimer dafür dankt, dass sie beiden ihr die Möglichkeit gegeben haben, das aus ihr rauszuholen. Fand ich auch sehr spannend, das dann auch mal so zu lesen. Und es ist ja auch quasi, also hier bei der IMDb ist als Film nach Psycho Pepe gelistet, wo sie als Janet Leigh angegeben ist. Also kenne ich nicht den Film und kann jetzt nur annehmen, dass das eine Art Cameo ist oder eben sie selbst spielt. Und dann ist eben der nächste Film schon Manchurian Candidate. Wobei es ja manchmal Verschiebungen sind, ne, wann kommt ein Film raus und so, aber das ist also quasi ja nach diesem Erfolg ihr nächster Film gewesen. Und da wird natürlich dann auch schon ein bisschen mit dem Image gespielt, so aus meiner Sicht, dass sie dann, also hat ja nicht die längste Rolle im Psycho, aber denkst ja, nee, also ich war da auch, also gerade ihre Szenen, und sie hat ja eigentlich nur Szenen zusammen mit Frank Sinatra, ne? Ich überlege gerade, ob sie irgendwie alleine nochmal vorkommt, aber habe ich jetzt nicht im Kopf, auf jeden Fall. Und diese Dialoge, das ist einfach ja so verwirrend wie faszinierend für mich immer wieder da, das zu sehen. Ja, dann würde ich zum eigentlichen Hauptdarsteller kommen, dem Lawrence Harvey, den ich total markant finde in seiner Rolle und auch von seiner Stimme total angetan bin oder war. Um aber irgendwie auch festzustellen, ja, er ist nicht der größte, oder zumindest aus heutiger Sicht für mich nicht der größte Name im Cast, wenn ich eben Frank Sinatra, Angela Lansbury, Janet Leigh habe und dann eben Lawrence Harvey, und denke jedes Mal, den muss ich doch schon irgendwo anders mal gesehen haben, aber dann gehe ich eben wieder die Filmografie durch und denke, nee, nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal irgendwo nochmal gesehen habe. Aber spielt für mich hier auch total großartig oder passend, wie auch immer man das dann nennen möchte. Also da, ja, und die gesamte Filmografie gucke ich drauf und denke, nee, die meisten Filme sagen mir auch tatsächlich nichts. Und wenn ich ihn schon mal irgendwo anders gesehen habe, weiß ich nicht mehr, wo das gewesen sein könnte. Also, ja. Also mir kam er sofort bekannt vor, und ich musste kurz anhalten, weil das war so ein, scheiße, den kennst du, woher kennst du den? Das war natürlich eine Columbo-Folge, Schach dem Mörder, da hat er mitgespielt und da macht es auf einmal Klick, ach, das stimmt, genau, da habe ich ihn gesehen. Und ansonsten geht es mir aber tatsächlich genauso wie dir, ich habe keinen der anderen Filme, die er gedreht hat,
Habe ich irgendwann mal gesehen oder vor allem auch davon irgendwie gehört. Ich kenne nichts davon. Was ich auch bemerkenswert finde, weil seine Leistung in dem Film finde ich wirklich sehr, 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 sehr herausragend. Also er trägt jetzt zu Teilen ja wirklich diesen Film und gibt dem halt auch wirklich so eine düstere Schwere, so eine Tiefe. Ja, und dann finde ich es natürlich auch noch ganz besonders spannend, dass er ja litauische Wurzeln hat. Und dann geht es dann natürlich hier um so eine Verschwörung, wo der Ostblock mit drin verwickelt ist. Das macht es irgendwie so ein doppelte Layer nochmal insgesamt. Das finde ich schon ziemlich spannend, das Ganze. Ja, ich lese gerade seinen gebürtigen Namen und den spreche ich jetzt mal nicht laut aus. Das würde, glaube ich, völlig daneben gehen. Ja, genau. Also total prägnant und im Kopf bleibend und dann dieser Blick so, ja, Oscar nominiert. Krass. Aber nie, also auch, die IMDb hat ja auch dieses Known for oder ist bekannt für, wo dann eben die vier mutmaßlich bekanntesten Rollen stehen und alles, also wie gesagt, außerdem Botschafter der Angst, ein völliges weißes Landkärtchen, ja. Lawrence Harvey. So, dann haben wir noch Frank Sinatra. Den habe ich schon mal, da habe ich schon mal was gehört, sowohl von ihm, genau, war ja auch Musiker und in den letzten Jahren habe ich erstmalig Der Mann mit dem goldenen Arm, The Man with the Golden Arm gesehen, der war sehr stark, fand ich stark und ich bin über diese Reihe, DVD-Reihe damals, Fox große Filmklassiker, gab es so eine schöne Edition, darüber hatte ich da mal entdeckt, hier seine Detektiv Dinger, Tony Rome und Tony Rome ermittelt wieder oder so, ich weiß gar nicht, wie die gerade auf Deutsch heißen, komme ich nicht drauf, habe ich jetzt auch nicht nochmal nachgeguckt, aber da hatte ich ihn halt quasi filmisch kennengelernt. Ich habe noch nicht gesehen die Ocean's 11 hier, Frankie und seine Spießgesellen, das ist noch eine Lücke und natürlich irgendwie mal so ein paar Lieder von ihm gehört, damals wahrscheinlich noch ohne zu wissen, wer er ist, aber mittlerweile Dings. Und ach so, hier Colonel von Ryan's Express, Zweiter Weltkrieg, und da erinnere ich mich noch daran, der Hauptsatz war, wenn wir nur ein Leben retten, dann hat sich der Einsatz gelohnt oder so, dann genau, Tony Rome und The Detective, obwohl, der Detektiv, der hieß auch der Detektiv im Deutschen, meine Güte, da war er nicht Tony Rome, sondern jemand anderes, und das andere ist The Lady in Cement. Und Tony Rome. Und Tony Rome heißt, glaube ich, Der Schnüffler ist der deutsche Titel. 67, 68, so da. Diese zwei, drei Filme habe ich mal gesehen, ja. Was hast du denn so für eine Beziehung mit dem alten Frankie? Also ich glaube, vor allen Dingen kenne ich ihn ja eigentlich wirklich eher durch seine Musik. Es gibt ja dann doch viele Leute in meinem näheren Umfeld, die viel Sinatra gehört haben oder auch immer noch hören. Und das hat auch was sehr Beruhigendes. Also es ist ein bisschen wie Chansons auch zu hören. Das hört sich ganz gut weg, kann man mit trällern. Würde ich mir jetzt nicht selber immer auflegen, aber wenn es da mal läuft, ist das immer ganz nett. Und rein filmmäßig, ich glaube, als Kind, da habe ich definitiv ein paar viele seiner leichteren, seichten Komödien, wo er mitgespielt hat, die habe ich auf jeden Fall gesehen. Die liefen immer so im Vorabendprogramm, manchmal auch im Nachmittagsprogramm. Sonntags liefen die auf irgendwelchen Erst-, Zweit- und Drittsendern. Und da habe ich auf jeden Fall ein paar gesehen. Ich kann mich an keinen von den ganzen Filmen erinnern. Ich versuche auch schon seit einer Ewigkeit, diese Frankie und seine Spießgesellen zu sehen, schon allein als Vorbereitung für die Oceans-Trilogie. Das wollte ich mal mit dem René von den Abspannguckern mal zusammen mal durchgehen. Und da wollte ich unbedingt gerne mal noch diese Originale sehen. Also die Star-Persona, diese Kultfigur steht irgendwie überlebensgroß da, man kennt ihn, und aber erschreckend wenig Erinnerung an die Filme, die ich gesehen haben muss, und aber irgendwie auch kein wirkliches Interesse, mir andere Filme jetzt anzuschauen, weil ich das irgendwie so größtenteils als ja so eine Comedy alles wahrnehme, und da hat dieser Film jetzt komplett rausgestochen und war total begeistert, was der für eine Performance da abgelegt hat. Und dann, wenn man noch weiß, dass der diesen One-Take-Vertrag hatte, also dass er sozusagen wirklich vertraglich festgehalten hat, dass er seine beste Leistung ja immer nur im ersten Take abliefert, deswegen auch nur diesen einen halt macht, werden wir nachher auf jeden Fall noch bei einer Szene nochmal drauf zu sprechen kommen.
war ich sehr überrascht und überlege gerade, Mensch, gibt es nicht irgendeinen coolen Film mit ihm, den sich mal lohnt, mal anzuschauen. Ich glaube, da würde ich vor allem auch mal auf die Empfehlung der Zuhörerin da draußen mal zurückgreifen, wenn ihr sagt, da gibt es irgendeinen Film, haut das da mal in die Kommentare oder schreibt uns da mal an. Das wäre ganz cool. Genau. Und von mir halt der Hinweis, so hier 67, 68, The Detective und die beiden Tony Rome Filme. Und aber das ist jetzt wieder Abteilung gefährliches Halbwissen. Ich glaube, Stirb langsam war doch ursprünglich, war das nicht diese Tony Rome-Figur, das Frank Sinatra da? Aber naja, das ist vielleicht eine andere Geschichte für ein anderes Mal. Irgendwie habe ich das so ganz entfernt im Hinterkopf abgespeichert. Das, ne, bei Stirb langsam war doch, hätte er das erst sein sollen oder so. Aber vielleicht verwechsel ich da gerade auch wieder schöne Sachen. Frank Sinatra ist auch schon 98 verstorben. Oh Gott, das sind jetzt 25 Jahre dieses Jahr. Ja, und dann meine persönliche Überfliegerin, Angela Lansbury, auch letztes Jahr verschieden, kurz vor ihrem 97. Geburtstag. Mhm. Und wir hatten Anfang des Jahres, habe ich vorgeführt, Tod auf dem Nil, wo sie ja auch eine Rolle hat, und habe mich so ein bisschen mal bei ihr mit auseinandergesetzt, dass sie eben gleich mit ihrer ersten Kinorolle war sie gleich Oscar nominiert, Gaslight, nicht das Original, sondern das die zweite Verfilmung, die ich selber auch noch nicht gesehen habe, und war dann ja doch schon ein bisschen überrascht, weil ich einfach, ne, also für, ursprünglich war sie für mich als Jugendlicher so, hast du im Fernsehen so ein bisschen durchgesäppt, ach, das ist ja diese alte Frau mit einem Buch und ihrer Schreibmaschine, Mord ist ihr Hobby, ist halt anscheinend so eine TV-Größe, um dann zu entdecken, ja nee, da ist noch viel mehr dahinter, und dass sie eben auch Musical-Darstellerin war und eben auch alle möglichen Preise gewonnen, also auch Emmy-mäßig dabei war, und bei den Tonys, nee, genau, weiß jetzt gar nicht, Emmys ziehe ich mal kurz zurück, bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber die Tony Awards hat sie, glaube ich, mehrmals nominiert und auch gewonnen, wie gesagt, Oscar nominiert mehrfach, und ich behaupte, mit dem Manchurian Candidate definitiv auch eine ihrer besten Rollen abgegriffen, von den wenigen Rollen, die ich von ihr gesehen habe. Also beeindruckend. Mhm, auf jeden Fall. Und ich überlege gerade, also welchen Film ich definitiv sehr häufig gesehen habe, jetzt mal abgesehen von der Agatha Christie-Verfilmung, ist der Hofner, beziehungsweise The Court Jester. Kennst du den? Auch wieder so ein Fall, nicht gesehen, aber meine Schwiegermutter schwärmt immer mal von dem, ja. Und es ist ganz fantastisch, also da ist so viel Wortwitz drin, ne? Da ist die deutsche Synchro so dicht am Original dran, also da sind auch tolle Arbeiten da geleistet worden, und der Film ist unbedingt zu empfehlen, sehr witzig und macht wahnsinnig viel Spaß. Da habe ich es auf jeden Fall sehr häufig gesehen, aber auch Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett. Ja. Genau. Ja, und selbstverständlich Das letzte Einhorn. Das ist. Oh ja. Gut. Ja, genau. Ich hatte mir auch diese. Also bei Studiokanal sind ja jetzt mal so ein paar Miss Marple, ne? Ja, Miss Marple. Dinger rauskommen hier mit The Mirror Cracked. Wie heißt das? Tod im Spiegel, glaube ich, ne? Mhm. Da ist dann eben auch erstmal gesehen. Und ja, genau. Sie hat ja dann später sozusagen öfter mal in den Disney, oder bei ein, zwei Disney-Filmen auch ihre Stimme geliehen, vor allem eben bei Die Schöne und das Biest. Ja, mhm. Ja, also eine Karriere, die es sich auf jeden Fall zu entdecken lohnt. Und während ich das sage, denke ich mir natürlich, ja, ich werde es wahrscheinlich gar nicht schaffen, so viel von ihr noch mitzusehen. Aber ja, also das, wie gesagt, gerade davon ausgehend, dass mein erster Gedanke, Eindruck ist eben, das ist hier diese alte Dame, die auf ihrer Schreibmaschine rumtippt und irgendwelche Mordfälle anscheinend löst oder so, aber es auch nie geguckt habe, um dann eben zu entdecken, was das für eine Powerfrau gewesen ist. Ja, sehr beeindruckend. Mhm. Ja, das ist so das, was ich jetzt vor der Kamera erwähnen wollte. Ich würde vielleicht noch den unverwechselbaren Henry Silver nochmal fix erwähnen. Ja, völlig richtig. Erwähne ihn mal. Da
Der Kollege, wir hatten erst selber erst letztens bei uns im Podcast bei der Horror-Alligator über ihn gesprochen. Das ist wirklich so ein Mann, ist der wirklich gefühlt in jedem Film, den man irgendwo schon mal gesehen hat, irgendwo eine zweite, dritte Geige irgendwo spielt. Also wirklich so, der taucht da mal in Quartermain auf. Das Schweigende Hammel. Er taucht sogar in Ocean's 11 taucht er auch auf. Und da sind so viele coole Sachen dabei. Und was er schon alles für Rollen übernehmen musste, er musste Italiener spielen, Spanier, dann er ist ja eigentlich gebürtiger Puerto Ricaner und das ist irgendwie schon ziemlich spannend, was man ihm da alles anträgt und da ist das jetzt hier, hier spielt er ja einen Chinesen. Ja, chinesisch, ich weiß nicht, ob chinesisch oder Koreaner sogar noch sein soll, aber genau, ja, ein Asiaten auf jeden Fall. Genau, also sie sagen die ganze Zeit einen Chinesen, meinen aber eigentlich wirklich kein Koreaner. Also er sieht alles andere aus als Koreaner, aber das ist... Ja, er scheint nicht die tiefsten koreanischen Wurzeln zu haben. Nee, nee. Würde man heute wahrscheinlich anders besetzen, diese Rolle. Ja. Nee, genau, also auch für mich so einer der... mit meinen zwei, drei, ich halte mal meinen Fuß in Richtung Italo-Crime-Filme mindestens an dritter Stelle spätestens auftauchte so ungefähr. Ja, und dann immer wieder eben Code of Silence mit Chuck Norris, einer der wenigen Chuck Norris-Filme, die ich gesehen habe. also ja, eine extrem lange Vita. Ist leider auch letztes Jahr im September 22 verstorben. Auch kurz vor seinem Geburtstag. Ist 95 Jahre alt geworden insgesamt. Und ja, ist einfach, also er hat auch so eine Ausstrahlung, ne, dem nimmt man auch, gut, bei dieser Rolle wäre es ein bisschen zu debattieren, aber gerade wenn er eben so diesen Unterwelt, Halbwelt Rollen, da finde ich, das war schon immer so ein Gesicht, das hat sich auch eingeprägt. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, ja, und hier, ja, eine Rolle, die heute höchstens unter größten Protest noch von ihm gespielt werden dürfte, wahrscheinlich. Ja, fällt mir ein, ich habe gar nicht gefragt. So halb kam es ja durch, glaube ich. Du hast den Film jetzt zum ersten Mal gesehen, ne? Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, wohingegen ich das Remake tatsächlich schon gesehen hatte, aber auch nur einmal. Das ist auch schon bestimmt wieder 15, 16 Jahre her. Genau, es war für mich sozusagen die erste Begegnung mit dem Film. Ja, also genau, ich hatte den vor ein paar Jahren der ist als Blu-ray oder so als Special Edition bei OFDB Filmworks erschienen und da ich da quasi Beziehung hatte, konnte ich diese Edition recht günstig meiner Sammlung hinzuführen und habe den auch dadurch entdeckt und war damals auch schon hin und weg und das war jetzt sozusagen mein Wiedersehen, also die zweite Begegnung mit diesem Film. Ja, und ich glaube, wir haben schon so halb durchblicken lassen, dass wir durchaus angetan sind. Du hast schon auch ein bisschen anmerken lassen, dass dich das wohl ein, zwei Stellen gibt, wo du sagst, hier hätte man aber mal was besser machen können. Aber insgesamt schon mal in Kürze so, also ich finde den spitzenmäßig, diesen Film. Und war auch beim Wiedersehen überrascht, oder nicht, ich weiß nicht, ob überrascht, aber ich hatte es halt auch abgespeichert, dass es eher ein ruhiger Film im Sinne von sehr dialoglastig ist. Der es aber schafft, all diese Dialoge in Szenen und Abläufe zu verpacken, die den total interessant machen, weil eben man könnte wahrscheinlich, mache ich eigentlich nie, das Drehbuch lesen und sich sagen, wow, was für tolle Dialoge oder also was ist mit diesen Dialogen, irgendwas ist da manchmal sehr merkwürdig. Und wenn dann eben noch diese ganze Inszenierung dazu kommt, die noch eine zweite, dritte, vierte Ebene aufmacht, also ja, auch beim Wiedersehen total, total angetan. Auch wie du habe ich das, oder so ähnlich wie du, relativ spät abends gemacht, geguckt und auch so gedacht, so, oh ja, mal gucken, stimmt, der geht ja 2 Stunden, mal sehen, wie du es durchhältst, um dann eben zu wissen, ja, stimmt, die Sprachaction, die das hier ist, die hält mich einfach bei der Stange. Und ja, das mal so in Kürze von meiner Seite aus. Wie ging's dir denn? Ja, abends gesehen, die erste halbe Stunde dachte ich, in dieser ersten halben Stunde dachte ich so, pff, scheiße, das wird jetzt schwer. Ich habe schon überlegt, ob ich mir da noch einen Kaffee mache.
weil ich, mich hatte es ja auch interessiert, aber ich habe es natürlich, ich wollte es halt so frisch wie möglich damit in den Podcast reingehen, deswegen halt unbedingt der Abend davor. Und nach einer halben Stunde, nach der Film so diesen Aufbau gemacht hat, komplett sozusagen alles aufgemacht hat, dass wir dann wissen, okay, wir haben ja so eine gute Ausgangsposition, da war ich hooked. Also das war dann wirklich so, die letzten 90 Minuten ging dann in einem Rutsch durch und der Aufbau war bitter notwendig und gut. Und ich war völlig fasziniert von vielen Dingen, aber gerade eben halt auch, dass die Action in den Dialogen liegt und der Stück für Stück die Personen und Figuren über diese Dialoge enthüllt. Und das hat wahnsinnig viel Freude gemacht. Naja, und dass die Schauspieler das tragen können. Ja, auf jeden Fall. Und es hat auch, und das muss ich gleich sagen, es hat auch in der Synchro wunderbar funktioniert, denn ich habe tatsächlich diesen Film bewusst in der Synchro geschaut, ansonsten hätte ich ihn nur in OV sehen können. Ah, okay. Und da habe ich mir gedacht, damit ich wenigstens inhaltlich dabei bin, schaue ich mir dann lieber dann doch in der Synchro an, erstmalig und gut synchronisiert, also wirklich, hat mir sehr gut gefallen, ist sehr dicht an den Originalstimmen, ich bin auch zwischendurch noch ein bisschen den Herkes geskippt und ja, es gibt aktuell, ich habe den bei einem großen Anbieter, den alle vertraut sein dürften, habe ich geschaut, da gibt es leider keine Untertitel, die man anwählen kann, deswegen habe ich mich dann bewusst dann für die Synchro entschieden, gerade auch, weil es so spät ist und das macht ja dann doch noch ein bisschen was mit der Konzentration und genau. Horst Frank spricht unser Lawrence Harvey, sehe ich hier gerade in der Synchronkartei. Lothar Blumhagen ist ein Name, den ich schon ein paar Mal gestolpert bin. Siegfried Schürenberg. Herbert Stass für Frank Sinatra sagt mir jetzt erstmal nichts, aber naja, da bin ich auch nicht so ganz bewandert. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt schon viel Spaß, wenn du den mal im Original schaust. Weil ich finde, da spielt natürlich auch sehr viel mit rein. Das ist auch so ein Punkt. Der Film ist, finde ich, auch ungeheuer witzig. Oder er trifft meine Art von Humor sehr häufig, so rum vielleicht. Ich weiß nicht, ob jeder Mensch diesen Film sehr lustig findet oder was zum Lachen findet, aber für mich sind da eben durch diese Absurditäten, die da sich so ereignen, ist das immer wieder sehr humorig. Nicht unbedingt so dieses Ha-ha-ha-ha-ha, ich muss jetzt ganz laut lachen, aber so dieses in sich hineingrinsen, gerade wenn ich an John Iselin denke. Aber nochmal einen Schritt zurück vielleicht. Wir können ja mal einen kurzen Inhaltsabriss machen. Hast du Lust dazu oder soll ich das machen? Ich kann das gerne machen, dann kein Problem. Ich verlese hier die wundervolle Google-Zusammenfassung. Die ist eigentlich immer sehr, ergiebig und manchmal auch diskussionswürdig. Wie finden's raus? Ich verlese. Der hochdekorierte, als Held gefeierte Soldat Raymond Shaw kehrt zusammen mit Major Ben Marco aus dem Koreakrieg zurück. Was niemand ahnt, finstere Kommunisten haben die Soldaten einer Gehirnwäsche unterzogen und sie zu willenlosen Mördern umprogrammiert. Sie sollen das Staatssystem der USA zerstören. Doch Marco leidet immer stärker unter schlimmen Albträumen und glaubt, dass mit Shaw etwas nicht stimmt. Er setzt alles daran, Licht hinter das dunkle Geheimnis zu bringen. Sehr reißerisch. Ja, aber durchaus passend. Und führt mich dann auch schon direkt zur ersten Frage. Wer ist denn für dich hier der Protagonist, die Hauptfigur? Ist das eher der Bennett Marco oder eher der Raymond Shaw oder vielleicht noch jemand ganz anderes? Ah, das drehbuchseitig habe ich mir tatsächlich ziemlich viele Fragen dann auch im Nachhinein noch gestellt, wie ich das eigentlich einsortieren kann, weil da geht der Film, was so die klassischen Konventionen betrifft, wirklich über Tische und Bänke. Schreibt Janet Leigh zum Beispiel rein, vergisst sie dann einfach mal für die Hälfte des Films und bringt sie zum Schluss nochmal ganz kurz wieder. Dann shiftet der zwischen Lawrence Harvey und Frank Sinatra immer hin und her. Und es ist wirklich sehr schwer auszumachen, wer jetzt hier irgendwie Protagonist des Films ist. Hier wird immer so ein Staffelstab immer weitergegeben, was dem Film aber wiederum auch noch so einen Reiz ausmacht. Um deine Frage vielleicht irgendwie zu beantworten, ich kann es dir nicht sagen. Ich dachte mir auch so wie, wer ist es denn jetzt? Aber es war mir eigentlich auch egal. Also ich habe mich da tatsächlich reinsaugen lassen. Das hat funktioniert. Das war dann, ja. Ja.
Mir geht's ähnlich. Also ich habe auch überlegt, so ist das eigentlich ein Ensemble-Film? Aber wenn ich so Ensemble-Film denke, dann fällt mir immer so John Carpenter und Fürsten der Dunkelheit so mit vor allem ein. Einfach ne, relativ viele Leute in relativ klar begrenzter Räumlichkeit. Und hier ist zwar auch so ein gewisses Ensemble und viele Figuren sind miteinander verbunden, aber eben selten, dass mehr als 3-4 Personen so zusammen sind. Und was du eben sagst hier, ne, dieses von wegen, er vergisst Janet Leigh dann mal eine ganze Weile im Drehbuch. Und ich glaube aber, dass das eben ganz bewusst so ist und einfach auch ganz viel von diesem Film eben ausmacht, weil diese Verwirrung, die wir hier die ganze Zeit haben oder dieses Gehirnwäsche unterzogen zu sein, dass sich das eben auch in dieser Struktur des Films so wiederfindet für mich als Publikum, glaube ich. Kann man natürlich jetzt auch andersrum sagen, naja, das ist aber eine ganz schön weit hergeholte Ausrede, warum der nicht so ganz sich zusammenfügt manchmal und vielleicht nochmal anders gestaltet hätte werden können. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall total beabsichtigt ist. Also ich kenne den Roman auch nicht, ne? Keine Ahnung, wie das da ist. Tendenziell habe ich mich immer eher an Lawrence Harvey, den Raymond Shaw, geklammert und habe Frank Sinatra war für mich eher so, der muss sozusagen uns erklären, obwohl wir das anderweitig erklärt kriegen, er ist jetzt so für Dings hier so, was wird jetzt passieren möglicherweise und wie kommen wir dem auf die Spur? Ja, also da bin ich auch so hin und her gerissen. Und dann ist natürlich Angela Lansbury auch noch eine ganz wichtige Figur in der ganzen Geschichte. Und ja, ihre Szenen sind halt auch... Aber sie ist ja natürlich der klassische Antagonist in diesem Film und trägt jetzt nicht den Film, sondern ist sozusagen das Gegengewicht jetzt zu ihrem Filmsohn, also gespielt von Lawrence Harvey. Du hast natürlich schon recht, also Lawrence Harvey ist hier klar eigentlich ja der Leading Character und Frank Sinatra hat sozusagen hier die prominente Aufgabe, den Geschichtenerzähler und das Sprachorgan von George Axelrod zu sein. Ne, die Geschichte im Roman ist es ja einfacher erzählt und Frank Sinatra hat das Ding natürlich auch noch produziert, der will auch ein bisschen Screamtime haben und da hat man sich gesagt, ach wisst ihr was? Da machen wir die Rolle ein bisschen größer. Ich habe ja jetzt den Roman nicht gelesen, aber ich würde jetzt vermuten, dass es tatsächlich sich ähnlich so abspielt halt. Und dass du die Figur ein bisschen größer machst und so als Erzähler und vor allen Dingen, dass die Exposition halt immer weiter vorangetrieben wird, die Puzzleteile zusammenzutragen, macht schon Sinn. Ja. Ja, also das... Genau, ich habe überlegt gerade mit dem Roman, ich weiß nicht mehr, bei welchem Buch das war, habe ich mal ein Buch gelesen und dachte, es ist ja quasi gar nicht wie das, was halt im Film passiert. Und deswegen versuche ich immer, mich dann auch zurückzuhalten von wegen, na, wer weiß, wie das im Buch ist. Weil das manchmal ja völlig andere Geschichten sind, weil man denkt so, aha, das war irgendwie so ein Nebenstrang oder irgendwas. Und, aber das ist auch so eine Nebensache. Ja, genau, diese ganze Verwirrung. Und ich habe auch beim Wiedersehen wieder diesen Eindruck gehabt, oder ne, beim Wiedersehen wusste ich natürlich schon so, ah ja, hier die Caro-Dame und stimmt, ja, die Frauenfiguren waren hier auch immer ganz wichtig hier in diesem Film, weil das ja neben dem, was so eigentlich vielleicht unser Protagonist ist oder Co-Protagonisten, sind es ja eigentlich die Frauen, die hier häufig die Fäden in der Hand halten oder noch auf ganz andere Art und Weise hier das Geschehen beeinflussen. Und ich meine, wir haben ja auch schon in der Eröffnungsszene, also wir fangen ja an im Koreakrieg, von 50 bis 53 ging der, ich glaube 51 wird eingeblendet, ne? Ich bin mir jetzt nicht mehr, oder 52 ist auch nebensächlich. Und kriegen ja da schon so einen ganz kurzen ersten Eindruck, die Kompanie, das Platoon ist da gerade in einer Pause und will eigentlich feiern und die weiblichen Vorzüge genießen, oder die weiblichen, sich ihre Gelüste ausleben an den Frauen, so. Und dann kommt eben diese Nachricht, wir müssen wieder losziehen und dann stürzen sie ja ins Unglück. Und auch diese Szene hat schon irgendwie so einen ganz merkwürdigen Ton, was sie eben so komplett durchzieht. Also wenn, es ist ja glaube ich Raymond, also Lawrence Harvey, der dann da in die Tür tritt und sagt so, wir müssen jetzt weiterziehen. Und wie so schon durchkommt, keiner mag ihn so richtig und gerade jetzt dafür, dass sie eigentlich gerade alle Spaß haben wollten und jetzt hier wieder ihrer tödlichen Arbeit nachgehen müssen, ist natürlich doppelter Downer. Ja, wie da so Stimmung etabliert werden, das fand ich schon sehr faszinierend.
Und wie du eben sagtest, ne, wir haben eine relativ lange konstruktierte Hinführung erstmal, bis wir eben wissen, ach ja, hier ist jetzt irgendwie so Senatorenwahl und dann ist bald Präsidentschaftswahl und wie sind so eigentlich die, ach so, das ist der Sohn, ach, das ist nur der Stiefvater bzw. Stiefsohn der Lawrence Harvey von diesem Senator und Angela Lansbury ist die Mutter und die haben auch diese totale Abneigung und ja, diese Lawrence Harvey-Figur, die Figur, die er spielt, dieser Raymond Shaw, der so nicht unbedingt apathisch wirkt, also der auch ohne, dass er diese Gehirnwäsche hat, in der kurzen Szene vorher schon nicht mal unbedingt eine Kälte ausstrahlt, aber so dieses, als wäre er eben so relativ mechanisch und weniger menschlich, so vielleicht. Mhm. Ja. Weiß nicht, wie es dir ging. Also und genau, und wenn er dann die Gehirnwäsche hat, dass er ja eher dann irgendwann mal so eine Art emotionale Ausbrüche haben darf und am ehesten ja zum Menschen wird, wenn die Jocelyn Jordan, die Tochter eines anderen Senators, da in seiner Nähe ist. Ja. Aber das wird da ja tatsächlich in der Szene ja eigentlich ganz gut erklärt, dieser Rückblende mit einer Rückblende und das finde ich schon sehr spannend, wie der wirklich damit Zeit spielt, aber da wird es eigentlich ganz gut erklärt mit seinem Charakter, wo er sozusagen gebrochen wurde durch seine Mutter, dass er sozusagen sie für sein ganzes Leid verantwortlich macht, seine machtbesessene, karrieristische Frau, sehr, wahrscheinlich sehr narzisstisch und also das, was diese Rolle, so wie sie angelegt ist, wirkt alles sehr narzisstisch und dieses Manipulative, er spricht es eben halt auch aus und ich weiß ja nicht, das ist ja hier ein Spoiler-Podcast. Ne? Ja, können alles rausholen. Genau, wenn man dann sieht, was hinter was er dann noch eigentlich alles steckt, dann stellt man sich dann doch schon die Frage, was ist das für eine Mutter-Kind-Beziehung? Also eine Frage, die ich mir auch bei ihrer Rolle gestellt habe, war dieses, wo wird wohl der Moment gewesen sein, wo sie in Kontakt kommt oder ist sie schon grundsätzlich, ist sie eigentlich offiziell eben aus Sowjetunion, China und eben nach Amerika gekommen oder ist sie eigentlich Amerikanerin und wurde irgendwann mal beeinflusst, weil ich nämlich mir gleichzeitig noch überlegt habe, gerade jetzt beim Wiedersehen, so dieses alles, was sie macht und tut und jetzt nehmen wir einfach diese Kommunismusgeschichte raus, ist das nicht trotzdem eigentlich so wie das System in Amerika funktioniert? Also wenn es diese Figur heute, oder gibt es nicht solche Figuren heute bei den Republikanern und wahrscheinlich auch bei den Demokraten allgemein in der Politik? Also ist das System nicht sowieso dieses, dass sie als an sich als ihre Existenz und dieses Machtstreben gar nicht das Problem ist? Das Problem ist ja nur, dass sie eben quasi eine möglicherweise Marionette ist, der Kommunisten, die ja ganz schlimm sind. Weiß nicht, ob du da schon dir irgendwie einen Gedanken machen konntest in die Richtung. Also wenn ich das richtig verstanden habe und mit dem, was sie ja auch am Ende noch zu ihrem Sohn sagt, will sie, wenn sie dann an der Macht ist, wenn sie sie dann hat, sich dann wiederum an denen rächen, was sie mit ihrem Sohn gemacht haben. Sprich also, sie nutzt die Kommunisten wiederum auch nur als Trittbrett, um an die Macht zu kommen. Das ist sozusagen, die interessiert sich gar nicht für diese Inhalte. Ihr ist halt einfach nur die Macht wichtig. Und ich finde, das ist ja was, ne, das so erschreckend, dass mit der Gehirnwäsche und alles ist, aber ist das nicht vielleicht sogar die viel erschreckendere Botschaft, gerade speziell für das amerikanische Publikum? Ist ja alle nur machtversessen, egal, ne, was das eben mit sich bringt, was man da familiär aufgeben müsste oder sonst was. Das kann man ja, also das sagt ja der Film ja auch, das sagt ja auch die ganze Zeit. Da gibt es ja diese eine tolle Szene mit dieser Live-Übertragung, da wolltest du ja sowieso drüber sprechen, wo
jemand einfach nur dasteht und einfach nur Behauptungen von sich gibt und sich selber dabei korrigiert und ständig wieder neu erfindet und einfach nur Behauptungen ausspricht. Und das aber das schon ausreicht, um einen medialen Skandal und Rummel auszulösen, um sich selber ins Gespräch zu bringen, um seine eigene Position zu untermauern und zu stärken. Und dass das sozusagen eigentlich komplett losgelöst von Inhalt und tatsächlichen profunden Beweisen eigentlich funktionieren kann und dass dieses ganze System eigentlich nur hohl ist. Und das sagt der Film ja die ganze Zeit. Und da geht es einfach nur, wie kann man Macht erreichen, ohne eigentlich mit Inhalten oder mit fundamentalen Dingen irgendwas beigetragen zu haben an irgendetwas. Genau, das ist so, wie ich finde, so die eigentliche Botschaft des Films. Der Rest ist eigentlich so ein bisschen vorgeschoben. Ja, also auch das ist mal kurz auszuführen. Angela Lansbury spielt die Ehefrau eines Senators. Dieser Senator ist strunzdumm. Anders, finde ich, kann man das nicht sagen. Und dieser Senator ist quasi die Marionette von Angela Lansbury, die wiederum ja teilweise Marionette, teilweise Kontakt ist eben zu den kommunistischen Machthabern, die eben Amerika da irgendwie so einen politischen Umsturz oder ihren bevorzugten manchurischen Kandidaten oder den Kandidaten für die Mandschurei eben in eine entsprechende Position bringen wollen. Und die Szene, die du jetzt angesprochen hast, ist so, ich weiß gar nicht mehr, so auf Hälfte des Films ungefähr. Frank Sinatra, der Kriegsrückkehrer, der eben merkt, irgendwas stimmt nicht mit ihm und er kommt nicht so wirklich zurecht und wird dann von seinen Vorgesetzten beordert. Er ist jetzt hier im Bereich Pressearbeit und Kommunikation, Öffentlichkeit wird er eingesetzt und dann ist eine Pressekonferenz. Ich weiß gar nicht mehr, war das der Verteidigungsminister? Nee, der ist eine Nummer zu hoch, oder? Kommt das hin? Aber ich weiß es nicht mehr, welche Minister irgendwie so geht so um Militär und dann ist eben der Senator-Ehemann von Angela Lansbury da und stellt sich hin und statt irgendwas so in das tatsächliche Thema zu fragen, sagt er eben, ja, ich habe Belege dafür, dass 23 Abgeordnete nicht nur irgendwie kommunistisches Gedankengut haben, nein, sie sind sogar Mitglieder der kommunistischen Partei oder irgendwie sowas. Und eben sozusagen haben Amerika infiltriert. Und es bricht ein totaler Tumult aus und auf jede Nachfrage ändert sich diese Zahl, wie viele Leute denn, wie viele Abgeordnete denn jetzt da tatsächlich Kommunisten wären. Und keiner der Journalisten kommt auf die Idee, mal zu überlegen, in was für einem Zustand ist dieser Mann und was hat er hier jetzt, wie oft sich wiederholt und welche Zahlen gesagt. Also das ist wieder das, wo ich so sage, das ist zu einem gewissen Grad für mich humorig. Weil es, finde ich, sehr gut auf manche politischen Begebenheiten zutrifft, leider. Oder vielleicht auch gerade heute nochmal mehr, ohne dass ich genau wüsste, wie es so in den 60ern lief. Aber der andere Punkt ist eben diese Szene dieser Pressekonferenz. Wir haben da, da ist eine Massenszene, also ne, wie man sich eine Pressekonferenz vorstellt, am Sprechertisch sitzt eben Frank Sinatra, der Minister und vielleicht noch irgendjemand und dann sitzen da 30, 40 Journalisten im Raum, der Senator eben, der da dann diese Unruhe erzeugt, Angela Lansbury. Und es sind auch Fernsehkameras und es ist vor allem auch ein oder zwei oder mehrere Fernseher und Fernsehbilder. Und nun ist das so, mein Gedanke, oder wenn ich so an ältere Filme denke, dann habe ich immer im Kopf, wenn irgendjemand ein Fernsehbild zeigt, dann ist das meistens so ein einkopiertes Bild. Wenn man genau hinguckt, merkt man, der Großteil des Bildes ist starr, nur dieses Fernsehbild bewegt sich. Und hier wird das alles live gefilmt. Also wir haben dieses Bild im Bild und trotzdem ist ein Gewusel da. Und das war für mich damals, als ich das erste Mal gesehen habe, schon so ein, das geht, das gibt es, ist ja nicht zu fassen. Das habe ich ja noch nie gesehen, so gerade in einem Hollywood-Film. Also da war ich einfach, vermeintlichen Kleinigkeit war ich total geplättet inszenatorisch. Wie ging es dir denn mit diesem Moment? Das Witzige ist, da ich so eine Szene schon sehr oft und sehr häufig gesehen habe, ist es mir im ersten Moment überhaupt gar nicht aufgefallen, weil das ja sich mittlerweile ja schon eingebürgert hat, dass man das sozusagen auch als Mittel einfach verwendet. Und die Szene ging aber recht lang und ich dachte mir dann irgendwann, ich bin tatsächlich aufmerksam einfach nur geworden wegen dem Flicker. Ich dachte mir so, Moment mal, der Fernseher flickert, warum flickert der? Der dürfte da eigentlich gar nicht flickern.
Das ist live. Das ist ja verrückt. Und habe dann in der Recherche, dann hat er gesehen, weil er selber ja lange fürs Fernsehen gearbeitet hat und Live-Schalten gemacht hat, der Frankenheimer, dass er das hier sozusagen ganz prominent eingebaut hat. Und ich fand das auch wirklich sehr gut, wie er sozusagen im Bild dann eben halt bestimmte Themen oder also Motive halt herausarbeiten konnte. Dass er das Gesicht dann nochmal zeigen kann im Close-up, während er sozusagen eigentlich in einem Weitwinkel-Shot drin ist und irgendwo ganz hinten am Horizont eigentlich steht, wenn man so wie in dieser großen Halle. Und das ganz, 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 ganz fantastisch gemacht. Also super. Aber es hat wirklich einen kleinen Augenblick gedauert, bis ich das wirklich begriffen habe, was hier eigentlich gerade passiert, Großes. Ja, also es ist dann, also ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz hundertprozentig im Kopf, kannst du ja vielleicht noch mich korrigieren. Also es ist dann zum Beispiel so, dass wir im Fernsehbild, also wir haben sozusagen eine Halbtotale, vielleicht sogar eine Totale so von der Seite von dieser Pressekonferenz. Und der Senator ist dann eben aufgestanden, steht so, sag ich mal, im Hintergrund links und erzählt eben hier seine Märchen. Und gleichzeitig haben wir aber so eine Großaufnahme von ihm auf dem Fernsehbild. Und dann haben wir, glaube ich, auch das so, dass Angela Lansbury relativ, nicht relativ prominent, aber dass sie schon so im Bildkader eingefangen ist, dass wir merken, ja, sie ist auch da. Und gleichzeitig auf dem Fernseher eben den Ehemann. Wo dann eben auch so diese Beziehung hergestellt wird und alles. Und also ja, ist einfach, ich fand es einfach von der technischen Seite sehr beeindruckend in dem Moment. Also das auch, aber das ist zum Beispiel so ein Mittel, wie er die Beziehung zwischen verschiedenen Leuten im Bildkader darstellt. Da hat er mehrfach schon in diesem Film auch noch andere Sachen gewählt, aber das ist tatsächlich wirklich so ein Highlight in diesem Film. Also ganz, ganz fantastisch. Ich würde noch mal ganz kurz, du sagtest vor uns, dass dieser Senator so strunzdumm ist und ja. Ich finde ja gar nicht, dass er strunzdumm ist, sondern die gute Angela Lansbury, also die Miss Aislinn, die sagt ja, sie redet ihm das ein, dass er dumm ist. Gibt ihm, der sorgt dafür, dass er was zu trinken hat, ne, dass er ein bisschen abgelenkt ist, aber sie redet es ihm ja die ganze Zeit ein. Also sie betreibt eigentlich Gaslighting mit ihm. Und das macht sie ja eigentlich mit ihrem Sohn auch. Das ist ja ein wichtiges strategisches Mittel, wenn du so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung halt hast, dass du ja vor allen Dingen auch andere Leute auch abwerten musst. Du musst sie an sich zweifeln lassen. Manche Leute machen das absichtlich, aber es ist ja ein Krankheitsbild ja auch. Das heißt also, das machst du ja manchmal auch schon unbewusst. Das ist eine Survival-Strategie. Und das kommt eigentlich ganz gut raus, dass die das lang genug einredet. Weil reden kann man und kann der Typ ja. Und wenn man nun reden kann, gehört schon ein bisschen was dazu, außer nur Entertainer-Qualitäten zu haben. Aber weißt du, was ich meine? Also ich würde dir zustimmen, dass sie auf jeden Fall sehr darum bemüht ist, dass ihn quasi klein zu halten, sage ich jetzt mal, verkürzt gesagt, eben mit diesem hier, trinkt dein Alkohol und du redest nur, wenn ich dir was sage und du sagst auch nur das, was ich dir sage. Aber war nicht auch irgendwo, dass er hier für seine Rede üben soll und er da auch schon so Probleme hat, sich, sage ich mal, halbwegs komplexe Sätze zu merken? Also vielleicht ist es übertrieben, dass er strunzdumm ist, aber er macht auf jeden Fall für mich nicht den hellsten Eindruck. Das mag natürlich mit dieser Beziehung zu Angela Lansbury auch nochmal zusammenhängen, dass sie als sehr berechnend kalt und durchaus eben sehr verschlagen und gewitzt dargestellt wird, dass er dann natürlich vielleicht nochmal so ein bisschen stärker so wirken soll, wie da kann er auf gar keinen Fall mithalten. Aber ich habe, also auch schon, es ging glaube ich auch schon bei dieser Szene am Flughafen los, wo er auch schon, es wird zwar mehr so dieses Verhältnis zwischen den Figuren etabliert, aber auch da machte der auf mich nicht so einen wirklich klugen Eindruck. Das war, wenn dann eher so, überspitzt gesagt, durchschnittlich. Also ich habe nicht das sozusagen Gefühl, der Mann aus der Mitte, so hatte ich so den Eindruck. Und Lansbury hatte nur ihre eigene Agenda in dem Film und versucht ihn da eigentlich rauszuhalten. Um klein zu halten, also das stimmt schon. Aber man sieht jetzt zum Beispiel, der hat ja keine eigentliche politische Agenda, außer dann eben halt diesen Macht, also diese Macht zu erlangen. Weil sein politischer Kontrahent, der dann im weiteren Verlauf des Films ja dann auch ausgeschalten wird, der Senator Thomas Jordan.
Der hat ja eine politische Agenda. Der sagt ja auch ganz klar, was er will, was ihn interessiert, was ihn antreibt. Und während hin der Senator Eislin, der eigentlich fast nichts hat, also nichts entgegensetzen kann, der hat, der ist an diesem Posten interessiert. Er möchte gerne Präsident werden. Mhm. Und das ist es halt. Aber es gibt nicht, wie kann ich das sagen? Der hat halt nicht dieses politische hohe Ziel, dieses, ja. Das sehe ich halt nicht. Ich glaube, das macht der Film da auch klar und dadurch wirkt er eben halt auch sehr, sehr blass. Also ich glaube, brauchst du auch, ne? Also wenn jetzt Angela Lansbury versucht hätte, mit diesem Thomas Jordan als Puppe zu nehmen, das wäre natürlich, das hätte nicht funktioniert, weil der, Also zumindest offensichtlich, der macht eben den Eindruck, der weiß, in welchem Gebiet er sich bewegt, der kennt sich aus, der ist, hat den notwendigen Ernst. Also das ist für mich eine in dieser von vielen negativen bis zweifelhaft durchsetzten Figuren des Politikgeschäfts ist der einer, der für mich so wirkt wie, der hat eben einen Plan, der wirkt kompetent, während viele andere eher inkompetent oder eher oberflächlich wirken, was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir nicht bei jedem jetzt hier 5 Stunden lang uns damit auseinandersetzen können, aber genau, und wie gesagt, vielleicht macht eben auch diese Figuren um den Senator Eiselin drumherum, macht das eben für mich nochmal stärker, dass ich das Gefühl habe, der ist eben überfordert, inkompetent, nicht gerade die hellste Leuchte. So, ja. Und was du eben gerade auch gesagt hast, ne, dass der will eben dieses Amt haben. Und das wird ja auch immer wieder schön untermalt, wenn der ins Bild gesetzt wird mit Porträts eben von anderen Präsidenten oder dann später, wenn diese Gartenparty gegeben wird, ist er ja, glaube ich, Abe Lincoln, oder? Doch, ne? Ja, genau. So, ne? Also er wird sozusagen mal kurzzeitig zu einem der Präsidenten der USA. und der andere Senator über dieser Kostümparty, Kostüme, was soll der Quatsch? Ich komme als ich. Genau, also ja, jetzt stottere ich gerade so ein bisschen rum. ich komme einfach nochmal zurück zu dieser Pressekonferenzszene. Also ja, du hattest gesagt, du hast das viel und häufig gesehen und würdest du sagen, jetzt eher in heutigen Produktionen oder auch in damaligen Produktionen, dass das da, dass du es auch daher kennst, dass sozusagen der, wenn mal Fernsehbilder mit eingefangen werden, dass die regulär laufen mit dem sich bewegenden Hauptbild? Also wo man sowas sieht, wo der Fernseher dann reingebracht wird ins Bild bei solchen Übertragungen in den 80ern. Ich bilde mir jetzt ein, das gerade bei De Palma häufiger gesehen zu haben, was mich jetzt auch nicht verwundern würde. Dann definitiv, aber auch wirklich dem Jonathan Demme Film hier, das Remake Maturing Candidate, da ist es auf jeden Fall auch ganz viel drin. Ich habe jetzt gerade auch der Ende 90er Film, auch von Brian De Palma mit Nicolas Cage. Spiel auf Zeit ist das, glaube ich. Snake Eyes. Ja. Genau, da habe ich sowas. Wie heißt der? Von 1991, Last Boy Scout. Da sind auch ganz viele so eine Sachen irgendwie noch mit drin. Also da kommt mir das irgendwie alles sehr bekannt vor. Das geht ja bis heute geht das ja, reicht das ja durch, dass du das irgendwo mit drin hast. Also worauf ich jetzt so ein bisschen hinaus wollte, ohne zu sagen, das ist hier jetzt der erste Film, der das macht oder jemals gemacht hat in der Welt des Films, aber für mich eben einer der frühesten, würde ich denken, auf jeden Fall. Wie gesagt, ne, im Vergleich zu, wenn man das normalerweise hat in dieser Zeit oder früher, dass eben man eigentlich ein Standbild hat, wo sich eben das Fernsehbild bewegt, aber eben nicht, dass das alles so parallel und gleichzeitig läuft und dann auch noch mit Kamerabewegung ja teilweise und nicht nur eine feste Kamera. Deswegen war das so und genau, und sonst, also später dann eben, wenn du sagst, die 80er, 90er eben bis heute, ist das relativ Standard mittlerweile oder eben leichter umzusetzen. Aber damals schien das ja durchaus eine Herausforderung zu sein. Und ich hatte mir auch mal den Audiokommentar damals angehört und da erzählt er eben auch so, also ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, deswegen aus der Erinnerung, dass John Frankenheimer eben sagt so, ja, haben alle gesagt, kann man nicht machen, habe ich dann gemacht, wollen mal gucken und hat geklappt, so ungefähr. Mhm. Also es war schon so, das ist natürlich, die sind nicht ohne Grund Regisseure, die können also Geschichten erzählen und wenn sie diese Geschichten dann erzählen, muss man immer versuchen, okay, wie viel ist da jetzt eben so
Gespräch und wie viel ist, was ist da wahrscheinlich wirklich passiert, aber klingt ja eben wirklich schon so dieses, naja, wenn man es nicht versucht und zumindest mal irgendwie einen Angriff nimmt, dann wird das eben niemals passieren und er hat dann jetzt eben, du hast es ja auch schon anklingen lassen, diese Erfahrung aus Live-TV oder diese Wurzeln, wo er lange gearbeitet hat, dass das da sicherlich mit reinspielt, seine Erfahrung, wie man dann eben solche Sachen da umsetzen, ausprobieren und inszenieren kann. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Der hat aber auch ein paar tolle Einfälle halt da drin. Schon allein das Kostüm von der, Von der Tochter? Von Jocelyn, ja, genau. Jocelyn Jordan. Genau, Jocelyn Jordan heißt sie? Jocelyn, genau. Dieses Kostüm, erstmal drauf zu kommen, dass dieses Kostüm dann im Raum noch da liegt und dann mit, es sieht immer aus, als wäre es ein Splitter-Opter. Ist es aber nicht, sondern das ist einfach nur Deep Focus. Und das macht der Film auch sogar ziemlich häufig, wo ich mehrfach auch geschaut habe, das könnte jetzt Splitter-Opter sein. Es ist aber kein Splitter-Opter, das ist einfach nur fucking Deep Focus. Oder der einfach nur sagt, ich habe hier was im Vordergrund, das bleibt unscharf, der Hintergrund ist scharf und dann bewegt sich dann das, was im Hintergrund ist, langsam auf den Protagonisten im Vordergrund zu. Das macht er mehrfach. Und das sind so eine Entscheidung, wo ich mir denke, so wie das musst du eben halt auch durchziehen. Also da kann ich mir vorstellen, dass da auch andere Produzenten gesagt hätten, so wie, nee, das machen wir nicht. Das ist irritierend für die meisten Leute. Mach das mal bitte anders. Der zieht das hier auch durch. Und ich finde, das macht ja auch was mit dir als Zuschauer. Also es sind ganz viele coole, clevere Entscheidungen drin. Also gerade was Bildsprache betrifft. Und da stört's mich dann halt nicht, dass dann gerade so diese ganzen Anschlussszenen, also wenn Personen irgendwo hingehen, also wo sozusagen ein bisschen Stillstand ist, wo du selber erstmal die Gedanken sortierst und wir Tracking-Shots haben, die finde ich dann teilweise fast schon sehr billig, sehr einfach, so wie lauf da mal jetzt da drüben lang und wir halten da jetzt einfach drauf und das sieht man dann schon, das ist ein bisschen lustlos gemacht, also gerade wenn die hier, wenn er hier in den bei Minusgraden in diesem See da reinspringt, in diesen Teich da reinspringt dort, da gibt's auch noch eine coole Randinformation dazu, droppe ich gleich gerne oder kannst du auch gerne machen. Aber auf jeden Fall, da habe ich mich mehrfach so ein bisschen so verloren gefühlt, was ist denn jetzt eigentlich die Motivation für den Shot? Dann lass mich doch jemanden beim Denken zuschauen. Das heißt also, gebt mal ein bisschen teliger ran. Und schaue ich dann jetzt allerdings auf die 39 Tage Produktionszeit für diese 2 Stunden und 6 Minuten, da muss man ja auch wirklich sagen, da kann ich mir vorstellen, dass die das draußen relativ schnell abgedreht haben, damit sie mehr Zeit wirklich für diese ganzen Dialogszenen hatten, dass das eben halt auch sitzt im Studio. Ja, das waren jetzt mehrere Punkte. Genau, erstmal das Kostüm. Also es ist auch eine Szene eher im zweiten Drittel oder kurz vor Richtung Ende. Er ist eben so Kostümparty, mit der Angela Lansbury möchte, dass ihr Sohn und die Tochter des anderen Senators sich näher kommen bzw. verheiratet werden. Und die Tochter trägt dann eben eine übergroße Karte der Karo Dame, die hier eben sehr wichtig ist, weil mit den Kartenspielen oder mit Kartenspielen und vor allem mit der Karte der Dame wird sozusagen ja quasi ausgelöst, sage ich jetzt mal. Damit werden die Gehirngewaschenen dann in aktiviert. So. Ja. Und das ist halt ein Moment, wo der Lawrence Harvey, der Raymond Shaw, schon so ein bisschen dagegen ankämpft und so. Und dann kommt eben, also das ist auch so ein Moment, die Tür geht auf und sie kommt da rein in diesem Kostüm und es ist einfach so, doch nicht jetzt in diesem Aufzug, Mädel, das geht doch nicht, nein. Also habe ich zumindest so ein bisschen für mich mitgefiebert. Mhm. Und ja, genau, dann hast du das gesagt hier. Deep Focus, sag mal kurz für alle, die jetzt gerade noch nicht so weit sind, das ist doch ganz grob das, womit auch Orson Welles in Citizen Kane so, glaube ich, ordentlich rumgespielt hat. Exakt das. Also wenn du, Genau, nee, erklär mal.
Also, du hast ja an deiner Linse, an deinem Objektiv, da hast du ja die Blende, die du einstellen kannst. Und wenn die Blende sehr weit auf ist und sehr viel Licht reinkommen kann, dann habe ich sozusagen einen sehr schmalen Fokusbereich. Den nimmt man ganz gerne zum Beispiel für Close-ups, dass dann sozusagen dieser Kopf freigestellt ist vom kompletten Hintergrund und unser Auge direkt darauf gelenkt wird. Und bei eher totaligen Shots, also weitwinkligen Shots, macht das relativ wenig Sinn, weil am Rand hast du dann halt ganz viele Unschärfen und die Linse ist meistens immer am schärfsten in der Mitte, deswegen macht man die Blende ein bisschen zu, man blendet also ab, das heißt also von T-Stop 2.9 auf dann eben halt T-Stop 5.3 oder schieß mich tot. Und hier haben die allerdings den Shutter ziemlich, nicht den Shutter, die Blende ziemlich zugemacht. Also ich vermute hier wirklich schon was weit über 9, 10, 11, irgendwas in der Dreh wird das schon gewesen sein. Das Problem ist halt, damit wird es automatisch dunkler in der Kamera, also das Licht, was da sozusagen auf den Film trifft, und du musst die wirklich mit Hunde schweinemäßig viel Licht bewerfen, damit da überhaupt irgendwas ankommt. Dieses Licht, was sie dann wiederum verwendet haben, das ist einfach nur verdammt heiß. Das sind ja richtige krasse Strahler. Und die Haut reflektiert auch. Das heißt also, hier muss mit ganz viel Make-up nachgebessert werden, um das wiederum auszugleichen. Wenn man das weiß, sieht man das halt auch. Es gibt auch einen ganz markanten Shot mit Lawrence Harvey, wo er interviewt wird und befragt wird von Sinatra, wo es eben halt auch um diese Karo Damen geht. Und die Close-Ups, da kann man es recht gut sehen, wie viel Make-up da wohl verwendet worden ist. Da sieht man die Ansätze ganz gut. Und die schwitzen halt auch ganz viel in dem Film, weil die das tatsächlich auch tun, weil es halt einfach scheiße heiß ist unter diesen verdammten Lampen. Und das ist eben halt eine Technik. Eigentlich ist es einfach, weil du musst dir keine Gedanken um den Schärfebereich machen. Das ist ziemlich cool, aber für alle anderen Beteiligten zu der damaligen Zeit war das eben halt ziemlich viel Kraftaufwand, warm, also wirklich heiß. Und ja, das ist halt auch ein Special Look. Und den hat er hier fortgeführt. Ja, genau. Jo, das ist mal ein bisschen Experteneinblicke hier. Genau, das ist immer das, was ich so, sag ich mal, Kamera, wenn ich irgendwie, ich erkenne irgendwie beim Bild, da ist das und das, aber ich könnte jetzt eben nicht sagen, was ist da die technische Voraussetzung, wie wird das eben gemacht. Deswegen bin ich da ganz froh, wenn ich hier auch mal einen Experten mit an der Seite habe, der das dann gut erklären kann. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Ja. Also für mich war das jetzt schlüssig. So. Also genau, oder vielleicht nochmal, Deep Focus heißt, dass quasi alles im Bild scharf ist, oder? Also das meiste, also der Hauptteil des Bildes ist in einem Schärfebereich, in einem Unschärfebereich. Genau, es gibt wenig Unschärfebereiche. Genau, und der Punkt ist ja immer, ne, dass eigentlich, oder das menschliche Auge, du kannst entweder den Vordergrund dir, siehst du scharf und dann ist der Hintergrund ein bisschen verschwommen, oder du blickst in die Ferne, dann ist das in der Nähe eher ein bisschen unscharf. Und beides gleichzeitig, das kannst du eigentlich komplett knicken, das kriegt man nicht hin. Und ein Trick ist eben dieser Split-Diopter, wo man quasi in großen Anführungszeichen Hälfte vom Bild hat und sowohl das Nahe als auch das Ferne ist scharf und dazwischen merkt man immer ganz, ganz leicht ist so eine Unschärfe drin, weil man eben ja zweimal da scharf stellen muss. So, genau, das ist wie sozusagen nochmal so eine, das ist wie diese eingefassten Brillen, ne, die so durchlässig sind, wo man sozusagen den unteren Teil zum Lesen hat und den oberen Teil für die Ferne hat. Und so ist ungefähr dann die Linse dann aufgebaut. Das schraubt, also diesen Diopter schraubt man einfach nur davor. Das ist wie so eine Art Filter. Und da kann ich sozusagen Bereich im Vorder- oder Hintergrund dann eben halt mit einer bestimmten zusätzlichen Stärke dann halt nur einstellen. Also das funktioniert. Aber das hat der Film hier tatsächlich nicht gemacht, sondern es ist hier ganz klar Deep Focus und sehr gut ausgeführt. Ja. Ich hatte jetzt gerade Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben geschaut im Kino und da war auch ein Moment, wo ich so dachte, Moment mal, war das gerade ein Split-Diopter-Shot? Das hätte ich überhaupt nicht erwartet und war auch eigentlich gar keine groß spannende Szene oder so, wo das jetzt irgendwie was war, aber da war ich ins Kino, das wollte ich nochmal irgendwie nachgucken. Da gibt's aber tatsächlich mittlerweile relativ einfache Tricks, das zu machen, ohne jetzt einen Splitter-Opto zu verwenden, weil das Problem ist halt, ich kann ja keine Kamerabewegung beim Splitter-Opto machen, weil dann immer klar werden würde, dass ich im Bild diese Distraction habe, weil du hast in der Mitte ja trotzdem noch diesen Verlauf. Und den musst du ja ein bisschen verstecken, zum Beispiel an Kanten von irgendwelchen Schränken, Türen oder sonst irgendwas. Und David Fincher hat es uns vorgemacht, der hat sozusagen diesen Split-Screen mehr oder weniger in der Post hinzugefügt. Das heißt also Kameraeinstellung. Du hast die Kamera auf einem
mechanischen Slider und die Kamera führt exakt die gleiche Bewegung aus. Einmal ist die Person im Hintergrund scharf gestellt und einmal ist die Person im Vordergrund scharf gestellt. Mhm. Und dann wird sozusagen an bestimmten wichtigen Punkten sozusagen einfach nur sozusagen das Bild reingeschnitten. Also was war es bei The Social Network, gibt es halt so eine Konferenzszene und da arbeitet er nur mit dieser Technik halt, dass er das sozusagen digital einfach aus einem anderen Take das Bild da reinschneidet. Und das ist jetzt kein großes Hexenwerk, das ist relativ einfach sogar zu machen. Ja, so ein Nachmacher. Ja, ich erinnere mich auch noch bei Mike Flanagan, den ich ja auch so 2-3 Filme gesehen habe, die ich dann sehr mochte. Der hatte hier die Ouija-Fortsetzung gedreht. Und da war auch ein Splitter-Opter-Shot, der ist aber nur bei den Deleted Scenes. Den hat er dann auch nicht im Film gelassen, wo ich dachte, ja, kann man auch mal machen, wenn man schon so ein Ding dreht. Muss man nicht verwenden, kein Problem. Aber ich glaube, da wird aber auch wieder eine riesengroße Bohai drum gemacht. Ich meine, das ist ja am Ende ja bloß eine Technik, damit du verschiedene Informationen zur gleichen Zeit einfach nur übermitteln kannst. Also wenn ich am Set teilweise bin und wir überlegen, wie kriegen wir das jetzt am schnellsten im Kasten und erzählt, ohne jetzt einen großen künstlerischen Anspruch, weil es gibt ja viele Szenen, die müssen halt einfach funktionieren. Da kann ich nicht einfach dreimal drüber nachdenken, also dann auch, also vorher mache ich das schon, aber ist die jetzt gerade so wichtig, dass ich jetzt so viel Arbeit reinstecken müsste in diese Szene? Da gibt es dann eben halt andere Mittel und Wege. Von daher, so ein Splitter-Opter ist halt ganz nett, aber der macht halt wahnsinnig viel Arbeit und das ist halt auch, man ist halt limitiert. Aber daraus kann man auch wiederum auch so Kreativität rausschöpfen. Ist so ein cooles Ding. Ja. Da wir jetzt schon so halb, oder da wir jetzt gerade so thematisch auch bei dieser Geschichte waren mit der Tochter, würde ich auch direkt schon einmal zu einer der quasi Action-Szenen kommen. Ist dann sehr tragisch. Lawrence Harveys Figur wird dann den konkurrierenden Senator und dessen Tochter, die er eigentlich liebt, erschießen. Riesenspoiler. Mhm. Und auch das ist, wie gesagt, wie ja schon der ganze Film, auch das ist ja eher so im letzten Drittel. Hast du jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen besser im Kopf, wahrscheinlich so ein paar Einstellungen, finde ich auch wieder total stark eingefangen. Also ich habe hier die IMDb-Seite auf so und da ist auch ein Standbild, wo er wo auf die Leiche der Tochter guckt und dieses Schachbrettmuster auf dem Boden und es ist dieser lange Flur, an den erinnere ich mich auch noch und wie, wir haben auch diese eine Einstellung, wenn er sich noch mit dem Senator unterhält, ist das so die Kamera auf Ellbogenhöhe von Lawrence Harvey hinauf Richtung des Senators und dann kommt eben mit dem gehobenen Arm die Pistole ins Bild. Also auch eine relativ Standardszene, sage ich jetzt mal, jemand wird erschossen, kommt halt häufig vor in Filmen, aber auch wieder, dass das durch die Inszenierung schon nochmal auf ein anderes Level gehoben wird. Wie ging es dir denn mit dieser Ermordung? Also ich war sowohl emotional involviert vom bisherigen Verlauf einfach auch, aber dann eben auch gleichzeitig wieder so auf dieser technischen Seite fasziniert, wie das eben inszeniert ist. Also da kann man wirklich sagen, wenn man dann irgendwann weiß, dass die Mutter mehr oder weniger auch mit dahinter steckt, dass sie das alles arrangiert hat, nur damit er seine große Liebe erschießt. Also in dem Fall war das ja noch nicht mal geplant, sondern es ist ja auch nur ein Beiprodukt, dass sie auch mit stirbt. Aber es ist halt cool aufgebaut. Also das hat mich kalt erwischt. Also mir war das dann klar, aber das war wirklich so ein da hat der Film wirklich was gemacht. Das war für die Zeit definitiv, ich würde nicht sagen ein Novum, das weiß ich nicht, da gab es ja andere Filme schon zu der Zeit, also gerade auch Psycho, aber ich fand das ziemlich bemerkenswert, diese ganze Szene. Es war bitter, es war sehr kalt und zynisch, wenn man weiß, dass die Mutter dahinter steckt, aber die Ausführung an sich selber, das war gut aufgelöst, das war sehr viel Tiefe drinne. Gerade mit dem Flur, ich habe hier noch ein paar Bilder auf, vielleicht mal hier nebenbei nochmal bei Movie Stills DB kommen, reinschauen, kannst du mit in die Show Notes mit reinhauen, da gibt es noch ein paar Bilder noch mit dazu.
Das ist eigentlich relativ einfach aufgelöst mit ein paar wenigen Kameraeinstellungen. Allerdings ist dieser Raum mit diesen, du hast es schon gesagt, mit diesen Schachbrettmustern, das ist schon fantastisch. Also da ist gute Arbeit wirklich in das Location Scouting reingeflossen. Und da kommen halt viele, wirklich viele Gewerke kommen da halt einfach zusammen, die man da auch mal sehen kann. Und starke Szene, beste Szene mit dem gesamten Film. Und hat mir dann doch echt so den Boden und den Füßen weggezogen. Und was mir jetzt gerade wieder in den Sinn kommt, was ich während des Films, also beim ersten Mal auf jeden Fall, beim zweiten Mal habe ich so halb, weil ich mir dann doch finde, ah ja, es ändert so und so, dass ich mir zwischendurch immer mal die Frage gestellt habe, gerade beim ersten Gucken, worauf läuft es eigentlich hinaus? Also was wird eigentlich das Ende sein? Wie ging es dir da so beim Gucken? Hattest du irgendwie ein Gefühl davon, wo es hingehen wird oder was so der große Punkt sein könnte? Oder war das auch so ein, na, mal schauen, wo der mich hinführt, dieser Film? Ich hatte dann wirklich so überlegt, so okay, es gibt jetzt wahrscheinlich nur noch drei Möglichkeiten, wie dieser Film so ausgehen kann und wo der Punkt ist. Also entweder er macht wirklich das Attentat und der Film endet auf einer bitteren Note oder das Attentat klappt dann am Ende nicht, wird aufgehalten und noch eine dritte Variante. Ich hatte auf jeden Fall drüber nachgedacht, dachte mir so, okay, das ist jetzt spannend und habe mich dann einfach wirklich treiben lassen. Ich wollte wissen, wie es ausgeht, aber habe dann beim Schauen eigentlich nicht weiter drüber nachgedacht, sondern erst hinterher, was wäre wenn gewesen, so eine Gedanken eher. Und ich wollte wissen, wie das jetzt mit dieser ganzen Verschwörung zusammenhängt, aber dadurch, dass ja die Angela Lansbury ja dann diesen sehr schönen expositorischen Schlusserklärungen nochmal bringt, wie so ein Bond-Villian, wo sie nochmal ganz genau sagt, wie das alles zustande kam und dass sie nicht wissen konnte, dass es ihr Sohn wird und dann nutzt sie dann die Möglichkeit trotzdem aus. Das hilft wiederum auch ihrem Charakter. Also dadurch, dass es erstmal so ein bisschen klingt wie diese typische James-Bond-Bösewicht-Speech zum Schluss, ich erkläre nochmal alles, tut es gleichzeitig wiederum was für ihren Charakter, macht diesen Charakter noch finster und noch sinistrer, böser. Und das war so, also insgesamt habe ich mich da wirklich davon einkaschen lassen und wollte dann gar nicht mehr großartig drüber nachdenken, weil ich war dann auch maximal involviert und entertained. Also ich war wirklich super unterhalten. Ja, aber ich habe auch gerade überlegt und ich glaube, dieser Moment, wenn er in Anführungszeichen nebenbei, beziehungsweise eben doppelt ungewollt, also er will ja eigentlich auch nicht den Senator erschießen, wenn er dann seine Liebe erschießt, das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, ja, das kann auch nicht gut ausgehen, dieser Film. Also selbst wenn irgendwie dieses Attentat verhindert werden würde oder ein Attentat, was auch immer, wenn dieser Plan, der da ausgeheckt worden ist mit der Gehirnwäsche und so am Ende fehlschlägt, für unsere oder für meine Hauptfigur, für den Lawrence Harvey, gibt es definitiv kein Happy End. Also der ist halt der wird irgendwie verloren enden sozusagen und das war so der, glaube ich, ein Punkt, wo es dann für mich so Klick gemacht hat, nee, jetzt, was auch immer jetzt noch kommt, kann vielleicht so ein bisschen abmildern oder so eine Geschichte ein Ende werden, die ich im ersten Moment vielleicht als Happy End begreife, aber spätestens beim zweiten, dritten Nachdenken mir sagen werde, nee, das bleibt einfach traurig und ist halt eher pessimistischer Blick und genau, und das war, glaube ich, so der Moment, wo es für mich dann nochmal Klick gemacht hat, wo ich dachte, ja, nee, das kann ja wirklich nicht. Also auch wenn ich immer mal hier Spaß hatte und manchmal auch lustig ist, aber nee, das ist jetzt hat er die beiden umgebracht und das muss halt in einer Katastrophe enden. Und da ist dir das aufgefallen, also dem läuft ja eine Träne dabei, während er die dann ja erschossen hat. Das fand ich dann noch bemerkenswert, dass also sozusagen doch noch irgendwie Teile irgendwie dann doch funktionieren irgendwie, dass da noch was Unterbewusstes dann noch nach außen kommt. Ja genau, weil wir glaube ich auch an einem Punkt sind, wo er eben selber ja immer schon so mit sich kämpft, was glaube ich so im Verlauf mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger ist. Und hier natürlich dann ja mit auf die Spitze fast getrieben wird. Zu diesem Zeitpunkt. Genau, ja, also großartige Szenen. Du hast ja auch gesagt, für dich eine der besten Szenen. Bei mir ist, wie gesagt, einfach vom Überwältigungseffekt her immer noch das mit der Pressekonferenz. Und dann würde ich jetzt nochmal ein bisschen weiter an Anfang springen oder relativ an Anfang, nämlich wenn wir erzählt bekommen, dass hier übrigens alles Gehirnwäsche. Also ich bin mir schon gar nicht mehr genau sicher, wie wir dahin springen. Auf jeden Fall
Im Traum, der träumt. Ist doch im Traum, der, okay, genau, war ich mir nämlich nicht mehr sicher. Und der Traum ist so, dass die Einheit aus Korea, die Soldaten sitzen zusammen in einem Gewächshaus und irgendwie alte, hübsch zurechtgemachte Damen erzählen was über Pflanzen. Und es ist alles schon sehr merkwürdig, es ist eben ein Traum und plötzlich mit einem Schnitt und allem sprechen da nicht mehr die alten Frauen, die in hübschen Kleidern da sind, sondern Männer, die in Anzügen sind oder überwiegend Männer in Anzügen, ein paar sind auch armeemäßig gekleidet und erzählen uns von der Gehirnwäsche, die man durchgeführt hat eben mit diesen Soldaten und im Verlaufe dieses Vortrages. Schrägstrich Traumes, springen wir jetzt immer hin und her zwischen den Frauen im Gewächshaus und den Anzugmännern im Vorlesungssaal und das vermischt sich dann auch, dann sind diese Damen plötzlich in dem Vorlesungssaal und die Männer sind im Gewächshaus und im Laufe dieser Szene wird dann der Lawrence Harvey einen seiner Kollegen erwürgen oder strangulieren, also ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Und das für mich auch eine Szene, die natürlich erstmal von der Handlung her total wieder mich kriegt, aber dann eben auch diese Inszenierung. Wir haben sozusagen eine Szene, die in zwei Räumen abläuft, mit wo quasi die meisten Rollen doppelt besetzt sind, also diese alten Damen, / die hohen russischen, chinesischen, sowjetischen Kader da und wie das eben dann zusammengeschnitten und montiert ist, das finde ich einfach, das ist so der Zucker, der hält mich da, also der macht das so für mich zu einem Wow-Effekt. Mhm. Wie hat dich denn dieser Traum erwischt beim abendlichen Gucken gestern? Ich wusste relativ schnell, okay, jetzt kommt so eine sehr lange, so ein langer Pan. Also wir fahren auf dem Stativ sozusagen einfach nur nach rechts und machen sozusagen so eine Drehung um diesen Raum. Und da wusste ich schon, okay, dieser Rundumblick, der soll sozusagen so eine Orientierung für die Szene geben, weil das ist jetzt irgendwie wichtig. Da waren so ganz viele markante Punkte. Und dann kam dieser erste Umschnitt und ich dachte mir so, okay, jetzt bin ich noch mehr hooked und ich fand das ziemlich krass, dass die das zwar an drei verschiedenen Sets gedreht hatten und die wussten auch schon ganz genau, alles klar, das passiert da inhaltlich, also sie haben die gleiche Szene nochmal gedreht, bloß in anderen Sets, aber mussten dann das Timing dann wirklich im Schnitt finden, also so ein bisschen so Multicam-Schnitt machen, ein bisschen gucken, was passt jetzt halt. Ich möchte mal tatsächlich eher wissen, ich habe mir die Frage gestellt, wie lange die dran gesessen haben, bis die Szene dann so rausgepointet war. Weil das fand ich wirklich sehr, 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 sehr beachtlich. Weil das ist ja, wenn du der Theorie von Eisenstein Glauben schenken kannst, und so funktionieren halt auch Filme, dass es manchmal auch völlig egal ist, ob eine Person gerade im Sonnenlicht steht und die nächste irgendwo drinne. Hauptsache die Blickrichtung stimmt, wo die hinschauen. Die Interaktion stimmt halt. Und dann kommt natürlich noch das, was wir an Informationen vorher schon dazu bekommen haben und das, was dann auch zusätzlich dann noch gesagt wird. Und dass das funktioniert, das ist hervorragend gemacht. Also ich habe sowas in der Form schon lange nicht mehr gesehen. Ich müsste jetzt auch lange überlegen, welchen Film das ist, wo es was Ähnliches, Vergleichbares gibt. Aber ich fand die Szene ziemlich stark. Ja. Und vor allen Dingen auch sehr bizarr. Es hat mich sehr oft an Lynch erinnert. Ja. Genau, also es spielt halt so Rollen, dieses, was du sagst, ne, es ist ja eigentlich ein Traum, aber gleichzeitig ist uns klar, okay, nee, das ist schon irgendwie passiert. Und stimmt, jetzt wo du sagst, ne, also der Schnitt, und wir haben ja, als erstes ist das ja diese Kamera, ist das eine, weiß ich nicht, Fahrt oder Drehung, wo sozusagen einmal im Kreis und sozusagen am Ende dieser Kreisfahrt sind ja dann ist die eine Figur, der Sprecher ist, glaube ich, ausgetauscht oder so war das, ne? Ach so, und das weiß ich ja gar nicht, wie das in der Synchro ist. Also im Original ist es ja dann auch so, dass Das ist komplett original, weil die Szene war nämlich nicht synchronisiert worden damals. Umso besser. Die fehlte ja in der deutschen Fassung und die war komplett in Englisch. Genau, weil da ja auch noch dazu kommt, nicht nur, dass eben visuell der Schnitt so wichtig ist, sondern dass ja auch die Stimmen der Personen dann eben wechseln. Sozusagen, dass die Frauen mit der Männerstimme sprechen und ich glaube teilweise die Männer dann auch mit der Frauenstimme, wenn die da eben ihre Vorträge halten, was ja auch nochmal so ein
ein weiteres Element ist eben auf der auditiven Ebene. Genau, diese Kameradrehung, diese Fahrt, wo dann eben am Ende da jemand ist. Ich habe zumindest zwei Antonioni-Filme gesehen, den Zabriskie Point und Beruf Reporter mit Jack Nicholson. Und da ist, meine ich, am Ende auch mal irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob eine Kamera, wie war denn das, da gucken wir von draußen in ein Zimmer durch so ein Fenster und dann die Kamera geht einmal durchs Zimmer oder so. Auf jeden Fall ist die eine Person liegt auf dem Bett und am Ende dieser Szene, dieser Kamerafahrtdrehung, geht die Person gerade oder ist dann schon draußen oder so und man überlegt, wie hat sie das jetzt gemacht im Zuge dessen, wie wir der Kamera gefolgt sind. Und so ein ähnliches Gefühl hatte ich hier eben auch. Und ja, wie gesagt, also ich finde das inszenatorisch, allein schon davon auszugehen, der erste Schritt ist ja, du musst ja eben diese Szene erstmal drehen, dieses ganze Material. Und dann, damit du erstmal diese Ausgangslage hast, um im Schnitt das dann zu machen, machen zu können. Und das muss dann auch noch, ich finde, es passt alles sehr gut, was so die Anschlüsse angeht. Aber damit das da eben ja auch hinhaut. Also das Material zum Beispiel ist ja schon der erste Riesenschritt. Und dann, auch hier würde ich dann wieder annehmen, Thema John Frankenheimers Werdegang, Live-TV, Fernsehen, inszenieren, direktes Inszenieren, dass er da wahrscheinlich, also würde ich jetzt einfach mal mich aus dem Fenster lehnen, dass da nicht nur die Editoren ordentlich geschwitzt haben, sondern dass er dann auch schon so eine gewisse Erfahrung hatte, ja, das machen wir hier so und so und ich habe das schon genau im Kopf, also Mutmaßung meinerseits, dass er das schon ziemlich genau im Kopf hat. Nee, das kann ich nur bestätigen, weil ich habe auch vorhin schon das Wort Multicam-Schnitt ja schon angebracht und das ist ja eigentlich eine Technik ja aus der aus dem Live-Sektor, wenn ich ja zwischen verschiedenen Kameras, die fest stationiert sind, der hin und her schneide, also diesen Bildschnitt halt abmache, also Bildmischung mache und das ist ja nichts anderes. Du hast ja sozusagen die drei gleichen Abläufe, mehr oder weniger, hast du. Und die musst du dann jetzt sozusagen zusammenschneiden. Jetzt in so einem digitalen NLE, also Nonlinear Editing System, also Schnittprogramm, sagt man auch dazu, kannst du das natürlich alles schön in eine Timeline hauen und dann übereinanderlegen und kannst dann sozusagen dann dir die Stelle halt markieren. Und damals muss es aber wahrscheinlich so gewesen sein, du musst dir das dann schon markieren, im Sinne von, okay, das ist jetzt den Part, den wir hierfür. Jetzt muss ich dann an dem anderen Schneidetisch gucken, wo ist denn da die Stelle, wo es passt. Also das meine ich eben halt, dieses analoge Arbeiten dann an den verschiedenen Schnitttischen. Also das kannst du nicht nur an einem machen. Also kannst du schon machen, aber da wirst du ja erst recht wahnsinnig. Das stelle ich mir schon sehr abenteuerlich vor. Da bin ich wirklich, das würde mich wirklich interessieren, produktionsseitig in der Postproduktion, wie sie das gemacht haben und vor allem, wie lange das gedauert hat und wie viele Leute daran beteiligt waren. Kann ich mir, also es ist auch gut möglich, dass, wie gesagt, Frankenheimer Audiokommentar existiert hier bei der Blu-ray, dass er da drauf eingeht, aber das weiß ich tatsächlich schon gar nicht mehr. Aber verhaltene Empfehlung eben, ruhig mal in den Audiokommentar rein. Da gibt es noch mehr Infos. Ja. Und also, ne, was das ja auch, es ist ja, also was macht diese Szene mit mir? So ist einmal dieses, okay, wir kriegen mit in was für einem emotionalen Trubel oder ideologischen Trubel diese Soldaten stecken, sofern sie denn noch leben, wie sich das eben bei ihnen vermischt, als merkwürdig, langweilig, bizarre alte Frauen reden in einem Gewächshaus über Pflanzen-Szene. Ich weiß gar nicht mehr, ob die überhaupt Pflanzen waren oder ob sie noch andere Sachen waren. Ja, wie sozusagen die eine Maske sozusagen fällt und das dann für uns auch schon, obwohl es eben eine Traumwelt ist, klar wird, nee, das ist schon ein Teil deren Realität. Also auch hier diese Ebenen zu vermischen, dass das bis ins Unterbewusstsein eindringt. Ja, also eine Szene in diesem Film, die so stark ist, da lecken sich andere Filme die Finger nach, nur eben eine Szene zu machen. Und wie gesagt, er liefert ja hier noch mehr und mehr Szenen, die einfach inszenatorisch so stark sind. Das kriegt er hier eben immer wieder hin. Ja. Und dem entgegen steht ja schon eine beinahe langweilige Szene, wenn sich nämlich Frank Sinatra und Janet Leigh, also Major Bennett Marco und Eugenie Rose Cheney kennenlernen im Zug. Wobei der Anfang der Szene ist immer noch recht interessant, weil er es nicht schafft, sich eine Zigarette anzuzünden und sie ihn so beobachtet. Auf jeden Fall haben sie dann einen relativ langen Dialog im Zwischenraum oder bei den Ein- und Ausstiegs, im Ein- und Ausstiegsbereich des Waggons, was
ich würde mir jetzt sagen, nicht unbedingt spektakulär gefilmt. Ich glaube, ein bisschen wird mit Perspektiven gearbeitet auch. Und ich weiß nicht, ob das die Szene ist oder eine andere. Da ist einmal so der Schatten von Frank Sinatra so richtig lang wird, so an der Wand. Und er guckt auch so ein bisschen komisch. Und wo ich auch denke, ja, dieser lange Schatten, das hat auch wieder ein schönes Symbol. Aber das eigentlich Spektakuläre in diesem Moment für mich war auf jeden Fall dieser Dialog, der so dermaßen verwirrend auf mich wirkt oder ich weiß nicht, ob verwirrend, aber so, dass ich öfter mal da stehe und wenn ich da jetzt vorbeigegangen wäre zwischen diesen beiden im Zug und nur einmal kurz hingehört hätte, hätte ich gedacht, was ist mit euch nicht in Ordnung? Ihr redet völlig aneinander vorbei. Ihr redet doch gar nicht miteinander und was ihr euch da so erzählt und es wird auch nicht für mich als Publikum richtig aufgelöst. Es ist wirklich so ein hier hast du ein paar Fragezeichen, stell sie dir über den Kopf. Das war der Dialog. Bitteschön, mach was draus. Wie ging es dir denn? Was hast du denn gedacht? Wolltest du, dass diese Zugfahrt weitergeht oder warst du froh, als sie vorbei war? Also ganz ehrlich, ich habe so ein Faible für allgemein für Zugszenen irgendwie. Ich habe da wirklich ein Faible für. Mhm. Und sie dann da zu sitzen, es hatte so ein bisschen auch so einen Moment wie in einem Hitchcock-Film. Sie sitzt wirklich dann so da und du denkst jetzt, okay, Femme Fatale, jetzt geht's los. Und ich hatte auch wirklich von Anfang an diesen Eindruck, okay, er ist auch under the influence, so, also ist auch sozusagen immer noch in diesem Hypnose-Ding ja drin. Er war ja auch zu der Zeit ja auch da. Und sie ist jetzt sozusagen sein Kontaktperson, wie auch immer, die ihn jetzt irgendwie aktiviert hat. Ich habe bloß nicht rausgefunden, für was, also für irgendwelche andere Aufträge. Und sie bleibt ja dann auch die ganze Zeit da. Sie ist ja wohl offensichtlich verlobt und trennt sich dann von ihrem Verlobten, um dann mit ihm auf einmal zusammen zu sein. Und das ergibt sich einmal so ganz schnell. Da ist sie puff da und dann hat sie keine weitere Rolle mehr. Und das dadurch, dass sie dann noch nicht mehr auftaucht, hatte ich dann wirklich diesen Eindruck, okay, Frankenheimer will damit ein bisschen spielen oder das Drehbuch will damit ein bisschen spielen, dass wir jetzt auch da noch rein interpretieren können, ist das jetzt sozusagen hier auch noch mal so ein mögliches Moment, dass Sinatra dann halt auch noch als Doppelspion, als Auftragskiller oder sonst irgendwas eingesetzt wird und sie aktiviert ihn dann. Also das wird auch nicht aufgelöst, ne? Oder ob sie offiziell so, also ob das ihre Rolle ist? Also kann ich also wird nicht aufgelöst, weil zum Schluss kann er dann noch seinen Schlussspruch halten, wo sie im Hintergrund steht. Was mich aber hat aufhorchen lassen, ist, dass die diese Adresse dann nochmal so wiederholt. Ja, ne? Also es sind auf jeden Fall so Elemente und ich habe jetzt auch gerade, als du das so erzählt hast, drüber nachgedacht, na, kann es auch sein, dass sie in Anführungszeichen ein Hirngespinst ist von ihm, also dass sie gar nicht echt ist, denn also müsste man jetzt tatsächlich nochmal versuchen, so abzuklopfen, ob das klappen würde, ob irgendwie andere Figuren in den Szenen mit ihr irgendeine Interaktion haben oder so. Also ob er sie holt ihn von der Polizei ab. Ja, das ist und ein ziemliches Argument gegen. Ja. Und die Adresse war tatsächlich nur dafür da, dass er dann bei der Polizei jemanden angeben konnte als Kontaktperson. Ja, ja genau. Also das ist alles schon so ein bisschen so auf Augenwischerei gemacht, also so ein bisschen, wir werfen hier mal eine kleine Blendgranate rein, um das Ganze noch ein bisschen bizarrer zu machen. Ich glaube schon, dass es die halt gibt und die Möglichkeit bestünde, dass das eben halt noch so eine aus diesem kommunistischen Verschwörungsring da ist. Ja, er spielt da, glaube ich, auch so mit dieser Parallelität, dass wir eben wissen, okay, es gibt diese Angela Lansbury-Figur, die eben problematisch ist für unsere, für Lawrence Harvey und es gibt auch eine relativ positive weibliche Figur mit der Tochter des anderen Senators und hier haben wir jemanden, der kann in beide Richtungen ausschlagen. Also es könnte auch sein, dass sie hier so die Strippen von Frank Sinatra ziehen soll, Janet Leigh. Aber es könnte auch sein, dass sie tatsächlich ihn irgendwie mag, liebt. Was ja letztlich eigentlich bei Angela Lansbury zu einem gewissen Grad auch so ist. Sie, einerseits wird sie zur Strippenzieherin ihres Sohnes, gleichzeitig hat sie aber auch mütterliche Liebe irgendwo schon für ihn übrig, auf ihre vielleicht auch eigene Art und Weise. Und dass hier ja bei der Janet Leigh genau das Gleiche sein könnte. Und hier eben nochmal deutlich klarer im Ungewissen gelassen wird.
Also ich glaube, Janet Leigh zeigt hier in dem Film definitiv mehr Liebe, als die Angela Lansbury für ihren Sohn jemals gehabt haben kann. Also wer seinen Sohn als Auftragskiller ins Haus seiner großen Liebe schickt. Und, nee, und er spricht ja auch in keinen guten Tönen von ihr und so wie sie sich zeigt, also da gibt's doch, das ist ja bloß vorgeschoben, das Wort Liebe, da ist ja nichts davon da, das ist alles nur vorgeschoben. Da geht's ja wirklich nur reinweg um sie und ihren Machtanspruch. Ja, aber also genau, also dass man eben diese anderen Frauenfiguren oder weiblichen Rollen, die man eben hat, nimmt, um dann eben mit Janet Leigh abzugleichen und ihrer Beziehung. Und das habe ich auch damals, glaube ich, bei dieser Letterboxd Fünfzeiler noch mitgeschrieben, dass sich das eben alles für mich so total verdreht anwirkt, auch schon dieser Name. Warum heißt er eigentlich Bennett Marco? Also ist jetzt wieder so, Namenskunde kenne ich mich nicht aus, vielleicht war Bennett damals ein toller Vorname, ich kenne den einzigen anderen Bennett aus dem Film ist hier Terminator 2, Miles Bennett Dyson. Also vielleicht ist das so. Ich kenne aus The Fog. The Fog. Das ist John Carpenter, hat die Rolle des Bennett, der Zimmermann. Der Carpenter ist der Carpenter. Mach doch mal Dings hier. Ja, ja, mach die Musik leiser. Wann kriege ich mein Geld, Pater? Kommen Sie morgen, später. Exakt das. Okay, dann ist es vielleicht doch so, aber für mich wirkte es so, oder heute zumindest ist es so, wo ich denke, ja, Marco ist doch eher der Vorname und Bennett ist vielleicht eher so ein Nachname. So als kleines Indiz für mich, dass sie alles so komisch verdreht und irgendwie nicht so richtig zusammenpassen will. Und das ist eben auch in diesem Zugdialog. Und wenn sie dann später in ihrer Wohnung, in seiner Wohnung dann nochmal einen Dialog haben, läuft es ja ähnlich, wo ich auch so denke, ihr redet doch nicht miteinander. Das sind irgendwie so, es bleibt so sehr merkwürdig und ich kann es nicht genau auflösen für mich und es bleibt immer so ein. Aber er schaut die ganze Zeit auch apathisch irgendwo hin, aber nie zu ihr. Er dreht sich einmal ganz kurz um, aber die Kamera, also sie schneidet ja eigentlich kaum. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr faszinierend, dass der sich entscheidet, bei Dialogszenen, die in einem Zweier stehen zu lassen und eigentlich kein Overshoulder verwendet. Das finde ich auch immer krass. Das heißt, das ist ja immer direkt die Reaction drauf. Und das macht er hier eben halt auch in dieser Szene. Sie starrt ihn mehr oder weniger die Zeit an, sie strahlt, sie blinzelt kaum und er ist wirklich total apathisch neben sich stehend. Ja. Ich glaube, dass dieses Gewicht, also diese Gewichtung in der Szene, die macht auch schon ganz schön viel. Ja, also genau, man merkt immer wieder, es sind so viele Details, die dann eben dazu führen, dass das eben aus meiner Sicht zumindest etwas als relativ Großes wird, also die da mehr draus machen als, oder das in den Händen eines kleineren Regisseurs hätte das ganz anders und viel banaler oder schlechter oder wirkungsloser rüberkommen können. So vielleicht. Ja, das stimmt allerdings. Du hattest in deiner Letterboxd Review noch einmal diesen Mantel erwähnt, diesen Bademantel, diesen Morgenrock der Frau von diesem einem Verleger oder was ist das, was das war. Das hat mich dann auch mal zum Nachdenken gebracht, aber magst du vielleicht mal ganz kurz zu der Szene noch mal was dazu sagen und vielleicht erstmal noch so deinen Blickpunkt drauf geben, weil da habe ich noch so zwei, drei Ideen, die jetzt gerade so ein bisschen miteinander so korrelieren. Also Raymond Shaw hier, unser Charakter, wird im Laufe des Films mal als Journalist arbeiten und zwar eben für einen Verleger und zum Glück habe ich das in der Review geschrieben, der heißt Holborn Gaines. Und den besucht Raymond Shaw dann einmal und das ist so ein richtiges Himmelbett mit Vorhang und allem und der Verleger liegt eben im Bett unter der Decke und hat eben Frauenkleider an und erzählt dann eben im Verlauf, dass seine Frau ja schon verstorben ist und das sind aber die Kleider seiner Frau, die halten schön warm und für mich ist das ja hier auch ein Film, in dem immer wieder erzählt wird, dass zwar hier die Männer in den Krieg ziehen und Gehirnwäsche betreiben, aber dass am Ende häufig Frauen die Fäden ziehen oder sehr, sehr großen Einfluss haben auf die Männer. Ob das nun eben eine übergroße Karo-Dame Kostüm ist oder so, das wird eben kommt immer wieder an allen möglichen Stellen so durch. Und das war für mich eben auch wieder so ein Moment, ne, der hat eine Szene, der Typ, oder behaupte ich jetzt zumindest, der hat eine Szene, ich glaube, nochmal kommt der nicht vor. Auch bei ihm ist das eben so, quasi über das Grab hinaus hat seine Frau
noch diesen Einfluss in physischer Form da eben mit diesem Bademantel oder Anzug, was auch, weiß ich gar nicht mehr, was das genau war. Ja. Mhm. Fand ich tatsächlich sehr spannend, darüber nachzudenken, wie weit das in den Film noch hineinragt, weil das ist so ein Detail, was man auch ganz gerne übersehen könnte, weil es ja eigentlich darum geht, zur Schau zu stellen, zu was der Hauptdarsteller eigentlich fähig ist in seiner Rolle, nämlich als Marionette und als Killer. Die sozusagen eine ihm nahestehende Person hier einfach kaltblütig zu erschießen. Und da wirkt es fast schon so ein bisschen so wie nebensächlich. Dadurch, dass es aber wirklich geoutpointet wird, er sagt es uns auch nochmal, ist immer noch die Frage im Raum, warum will Frankenheimer, dass wir das wissen? Und es hat mich dann auch einfach allgemein dazu gebracht, wie sind denn allgemein so diese Frauen in diesem Film, wie sind die eigentlich dargestellt? Und die sind irgendwie genauso schablonenhaft, wie dieses ganze System halt auch ist. Das sind alles blonde Frauen, alle durch die Bank weg. Und die stehen sozusagen als Strahlefrauen neben ihren starken männlichen Identifikationsfiguren. Und unser Held wiederum, also es heißt Held, aber unser Hauptdarsteller, der Lawrence Harvey hier, der Raymond Shaw, der ist ja eher zerbrochen. Der ist ja eine komplett zerrissene Figur. Und da kommt das, was du gesagt hast, ganz gut mit rein. Er braucht sozusagen eine starke Frau. Also hier wird das Bild umgekehrt, eine starke Frau, um Dinge tun zu können. Oder das will uns der Film so ein bisschen so mitgeben. Und ich finde das spannend, wie der damit so ein bisschen umherspielt. Also das offensichtlich hat ja die Miss Iselin ja keine Möglichkeit, selber irgendwann mal Präsidentin zu werden oder irgendwas Ähnliches zu tun, weswegen sie das andere stellvertretend tun lässt. Also sie redet immer so, wir werden dann, dann erfolgreich sein und Macht haben. Ihr ist doch aber der Mann, der eigentlich Präsident wird, völlig egal. Und das, ich finde sozusagen diese Perspektive, diesen Blickwinkel, den wir da einnehmen, den finde ich ganz spannend, interessant. Wie hast du das da wahrgenommen? Ja, also ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass die Protagonisten, also die männlichen, häufig eben so problembehaftet gebrochen sind. Und dass eben die weiblichen Figuren sehr, sehr selbstbewusst, sehr organisiert dann wirken. Was jetzt so prominenteren Rollen angeht, würde ich, die große Ausnahme ist dieser Senator Thomas Jordan, bei dem ist ja, glaube ich, die Frau auch schon verstorben, meine ich. Und der wirkt ja als, also im Vergleich zu den anderen Männern, für mich wie der kompetenteste in der Gruppe. Also der ist eben integer, zielbewusst und klar und deutlich aussprechen. Also gerade auch, wenn ich jetzt eben an die Dialoge zwischen Janet Leigh und Frank Sinatra denke und das, was dann der Thomas Jordan sagt, ne, wie klar und deutlich und konkret das alles ist. Auch da ja schon so ein Gegensatz in dem, was eben gesagt wird und wie es gesagt wird. Also dass man es vielleicht nicht bis zum Ende durchhangeln können und so. Und bei der in Anführungszeichen bösen Seite sind ja auch eher so Stichwortgeber, da wird ja nicht viel über irgendwelche Beziehungen zu Frauen erzählt. Aber genau, dass das hier für unsere, also mindestens für Sinatra und Harvey schon auch so eine Rolle spielt. Und wie gesagt, dann eben Angela Lansbury ja auch die Obermeisterin ist, so was das angeht. Genau, ja, also wie ich das eben auch geschrieben habe, also dieser Einfluss der Frauen, dass sich das eben so durchzieht und auch vielleicht unabhängig von dieser Gehirnwäsche-Thematik ja auch nochmal eben was erzählt, so zu dem Rollenverhältnis und von wegen so, ja, die Frau im Hintergrund, oder die wir das nie geschafft hätten, so ungefähr, und aber für uns klar ist, naja, vielleicht ist die ja scheinbar nur im Hintergrund, aber ist eigentlich die Macht hat und damit eigentlich im Vordergrund stehen würde und sich nur selbst dorthin stellt, im Wissen, dass das notwendig ist. Ja. Genau, aber es ist so ein Detail, also wo ich auch sagen würde, kann man wieder so auch abtun, als es ist eben halt so eine merkwürdig verdreht, bizarre Welt hier, dass der Frauenkleider trägt im Bett und was weiß ich nicht, aber kann man eben auch so deuten, dass man sagt, naja, diese Frauen, die halt immer noch ihren Einfluss haben auf die Männer. Ja. Ja.
Hat er nicht selber, der Raymond Shaw, bei dieser Kostümparty, hat er nicht auch so ein Kostüm an von so ein mexikanisches, ich weiß gar nicht, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen, aber mir war so, als spielte das auf die Schlacht von Alamo an oder so, dass er sozusagen auf der anderen Seite sozusagen, also. Also ich überlege gerade, irgendjemand hat auf jeden Fall ein Cowboy-Kostüm an, meine ich. Und das verbringe ich gerade mit ihm so ein bisschen in Verbindung, aber es ist auch gut möglich, dass Aber es ist kein klassischer amerikanischer Cowboy, das, sondern eher ein mexikanischer Cowboy. Ja, das ist sehr gut möglich. Weiß ich gerade nicht genau. Klingt aber auf jeden Fall nach einer sehr interessanten und weiterverfolgbaren Sache da, ja. Also ich erinnere mich hauptsächlich an eben Abe Lincoln, hier unser Eiselin, der so verkleidet ist und dann der da auch lustigerweise eben die Leute, die da mit ihm umherlaufen, haben, glaube ich, so hofnahen Kostüme an. Das habe ich zum Beispiel für mich so abgespeichert, eben so, ne, hier der Herrscher und seine Narren um ihn herum. So, wie gesagt, Senator Jordan, der quasi gar kein Kostüm und so einen Anzug trägt. Die Tochter mit der Spielkarte. Ich weiß gar nicht mehr, ob Angela Lansbury offiziell eine. Hatte die was? Die habe ich irgendwie gerade im Kleid vor mir, aber nicht als. Ja, ja, so Königin oder so, kostümmäßig ja. So, ja. Ja. Ja, nee, genau. Komme ich gerade nicht hundertprozentig drauf, was Raymond Shaw Lawrence Harvey da trägt. Aber das mit Sicherheit. Es wäre sehr überraschend, wenn das nicht irgendwie sich in mindestens eine Richtung interpretieren ließe, dass die da nicht einfach zufällig irgendwelche Kostüme tragen, sondern schon bestimmte Kostüme. Ja. So, das Ende. Das Ende, Ende. Ja, der Film geht dann ins Grande Finale. Ist sogar der Madison Square Garden, glaube ich, ne? Mhm. Obwohl, der erste. Bevor wir zum Finale kommen, machen wir nochmal einen kleinen Schritt woanders hin. Du wolltest nämlich noch ein kleines Trivia-Ding erzählen. Wir haben die Szene, in der Lawrence Harvey ins Wasser läuft. Und wo ich den Drehort wiedererkannt hatte, weil ich kurz vorher Kopfgeld gesehen hatte. Und dort spielt auch eine gewisse Szene relativ zu Beginn an diesem Teil, ich glaube, des Central Parks ist das. Mhm. Wird auch im Marathonmann hier mit Dustin Hoffman, kommt das auch vor? Taucht häufiger auf. Genau. Was ich eigentlich nur sagen wollte, es war der erste richtig kalte Tag seit 30 Jahren, haben die in dem Februar gedreht und damit er überhaupt ins Wasser springen konnte, mussten die mit einem Bulldozer das Eis wegmachen. Das muss man sich reinziehen. Deswegen sieht das auch so aus, wie es aussieht. Da sieht man einfach nur so ein riesengroßes Loch da einfach nur und da springt der halt rein. Wenn man diese Informationen hat, denkt man so wie, okay, die haben das wirklich nur für diese Szene halt gemacht und ja, danach war es das dann halt auch wieder. Und meine Herren, also da möchte ich nicht in das Wasser reinspringen wollen, sollen. Aber naja. Die kalte Dusche. Ja, genau. Und dann das Finale ist, dass die Republikaner ihren über den Präsidentschaftskandidaten abstimmen, ne? So. Mhm, genau. Also dass sie so entscheiden, wer wird jetzt hier oder bekannt geben, je nachdem, ob das jetzt eine tatsächliche Wahl vorher war oder ob da nicht schon was abgesprochen war. Und auch da entsteht dann erstmal so wieder ein Fernsehgefühl. Wir kriegen so eingeführt hier, alle sind mit ihren Schildchen da, wer aus welchem Staat sie kommen. Und gleichzeitig wissen wir eben auch aus der Szene davor, dass an einem bestimmten Teil der Rede des zu kürenden Kandidaten dann Lawrence Harvey als Sniper fungieren soll und den Kandidaten erschießen soll. Und dann könnte eben sein Stiefvater hellenmäßig da den Körper hinhalten und jetzt eben seinen Schritt nach vorne machen. Und es wird also schon sehr, sehr genau und detailliert dargelegt, weil der Plan ist sehr durchdacht. Mhm. Und dann kommt letztlich innerhalb dieser Szene von der Handlung her der menschliche Faktor dazwischen, denn nicht der eigentliche Präsidentschaftskandidat, der am Mikro steht, wird erschossen, sondern
der Stiefvater, der John Iselin, der Senator, den tötet Lawrence Harvey dann. Und jetzt habe ich wieder die sehr, sehr große komische Lücke. Erschießt er auch Angela Lansbury? Ja. Genau, ne? Direkt in einem Durchlauf. Zack, puff, genau. Die puff. Und ganz zum Schluss, Bennett Marco, Frank Sinatra, versucht noch das Ganze zu unterbinden. Er kommt aber so spät, dass er nur noch mit ansehen muss, wie sich Raymond Shaw sich dann selbst final richtet. Und ich weiß gar nicht mehr, da kommt, will noch so ein paar Tumultbilder und ist dann Schluss oder ist danach noch, gab es noch eine Szene mit Sinatra nochmal extra? Ist es dann, also wenn er sich dann erschossen hat, denkt man eigentlich so, das ist jetzt eigentlich perfekt das Ende für diese Art von Film. Und dann kommt allerdings nochmal so aus Spatz wieder aufgeblendet, siehst du dann halt Sinatra, wie er dann mit seiner Partnerin, seiner zukünftigen Frau, der Janet Leigh, der dann sozusagen seinen Monolog hält und sozusagen ja, nochmal Revue passieren lässt, alles über den Raymond Shaw und was das für eine Person ist. Und nochmal so ein bisschen Moral wird nochmal gepredigt, ja stimmt. Konnte ich das vergessen? So dieses, ja, genau. Also ich habe mir auch gedacht, während ich das gesehen habe, okay, für die Zeit sicherlich notwendig, um es einzusortieren, seitens der Filmemacher, hätte ich nicht gebraucht. Hätte es wirklich überhaupt nicht gebraucht. Es hätte wirklich mit diesem Kopfschuss enden können, dem erschreckten Gesicht von Frank Sinatra und dann ist Schluss. Dann passt es auch zu dem restlichen, doch sehr pessimistischen, düsteren Grundbild, was dieser Film halt auch hat. Ja, vielleicht auch diese versöhnliche Note zum Schluss nicht. Genau, vielleicht war das genau eben dieser Punkt, dass dann doch, auch wenn er selber mit, hat er mitproduziert, aber vielleicht, dass sie dann trotzdem gesagt haben, nee, ganz so düster können wir das können wir dem Publikum dann doch nicht zumuten. dass sie dann vielleicht gesagt haben, okay, wir müssen nochmal so ein kleines Loblied quasi schreiben als Schlussszene. Ja, aber dieses Finale, ja, wie schon so halb angerissen, wirkt auch erst wie so eine Fernseh- oder könnten so Fernsehbilder sein, eben von so einem Wahlkampf, von so einer Wahlkampfveranstaltung, so ein bisschen mit Nullen, so ein paar Fetzen hier und da und wie auch noch getestet wird, so in der Arena vorher, bevor es losgeht. Und dann ja genau dieser Spannungsmoment, wird er ihn erschießen, wird er vorher aufgehalten werden, und dann eben für mich zumindest dieser Kniff, diese Wendung, er schießt jemand anderen, ob diesen Befehl hatte er doch gar nicht. Ja, auch wieder eine starke Szene und vor allem natürlich, die er darüber erzählt, selbst wenn er Gehirn gewaschen ist und selbst und es ist ja noch nicht ganz aus diesem Bann befreit, sage ich mal, aber er kann dann eben, ja, die menschliche Emotion kommt durch, dieser Hass, diese Ablehnung, das sich lossagen von den Eltern in extremster Form wird dann da gezeigt. Ja. Und ich glaube, das war die Träne damals, also vorher, die war so ein bisschen Vorbereitung auf dann dieses Finale dann eben halt. Hast du denn damit, also was war so, wie was hast du gefühlt in dem Moment, als du gesehen hast, wen diese erste Kugel trifft? Tatsächlich war ich wirklich überrascht. Ich war wirklich überrascht. Ich habe gedacht, scheiße, er schafft es ja dann doch nicht. So ging das also aus. Und war dann gespannt, wie der jetzt auf die letzten Meter jetzt sozusagen noch irgendwas reinbringt. Und dann hat er ihn erschossen. Und so wie er den ersten, also den Senator dann erschossen hat, den Iselin, dann wusste ich schon, alles klar, dann würde jetzt bestimmt gleich noch Angela Lansbury noch erschießen, was er dann auch getan hat. Aber mich hat es tatsächlich wirklich kurz so überrascht, so wie, wow, cool. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, fand ich persönlich ziemlich stark und hat mich gut abgeholt. Und ich fand es auch insgesamt halt auch gut inszeniert, so dieses Rausfinden, wo könnte der sich jetzt verstecken. Natürlich macht es keinen Sinn, in einem Raum, der lichtdurchflutet ist, nach draußen sozusagen feuern zu wollen, wo es ein bisschen dunkler ist. Es wäre genau andersrum, du solltest in einem dunklen Raum sitzen, nicht nur um gesehen zu werden, sondern vor allem um besser zielen zu können. Aber das musste der Film natürlich machen, damit Frank Sinatra ihn finden kann. Ja. Jetzt hatte ich gerade einen Gedanken. Achso, genau, ja, und das lässt sich ja vielleicht punktuell auch wieder als ein Happy End ja umdeuten, im Sinne von
Kontakt der Kommunisten ist ermordet, die Marionette und letztlich auch die zweite Marionette, eine der Gehirngewaschenen, sind ja jetzt ausgelöscht und der in Anführungszeichen reguläre, der ordentliche Kandidat kann jetzt zur Präsidentschaftswahl ja antreten, wenn man das vielleicht auch mal versucht, aus dieser so ein bisschen sich hinzudrehen. Aber natürlich ist eigentlich ein sehr, sehr düsteres Ende. Obwohl die Kommunisten oder wie auch immer, was das für eine Vereinigung oder auch alles ist, an das ist ja ein Hodgepodge aus verschiedenen Staaten, die unter diesen Kommunisten zusammengefasst werden, da die können in einer Klinik in den Staaten können die agieren, die haben Kontakte und Connections, die können einfach Soldaten entführen vom Schlachtfeld. Also wenn man dem Glauben schenken mag, ist ja eigentlich das ganze System ja eigentlich schon dort drüben durchseucht, ja, mehr oder weniger, mit eben halt Kommunisten. Und ich glaube, das ist einfach nur dieser Paranoia hin, dieses Ding eben halt auf die McCarthy-Ära, wo die ganzen Kommunisten alle verfolgt worden sind, also einfach nur auf diesen Irrsinn, der da ja stattgefunden hat. Das ist ja wie Inquisition gewesen, wo man einfach nur behaupten kann, da ist eine Hexe und dann ging es schon auf dem Scheiterhaufen und so war das ja damals auch und ich glaube, da will der Film ganz klar nochmal ein Statement dazu bringen. Ja. Hast du mit Sicherheit ja auch gelesen, ne? Er kam dann sozusagen auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise in die Kinos. Perfekter konnte es nicht sein. Beziehungsweise, obwohl es ja zumindest ein Agreement ja von Kennedy gab. Also beziehungsweise im Englischen ja Bezeichnung dieser Ereignisse Cuban Missile Crisis, also da wird schon auf die Raketen deutlicher angespielt, für alle, die sie gerade nicht mehr so präsent haben. So ganz grob kann man das natürlich bei 13 Days sich auch nochmal angucken. Aber es ging darum, dass auf Kuba entsprechende Raketen stationiert wurden und es dann quasi im Kalten Krieg eine der heißesten Phasen war 1962, dass dann ja russische Schiffe kamen mit den entsprechenden Waffen und die Erzählung ist dann eben so, ja, da war dann die halbe Blockade oder die Blockade der Amerikaner, die dann gesagt haben, bitte dreht um und alle natürlich gezittert haben, ob irgendjemand schießt, egal welche Seite und das dann eben richtig ausbricht und bei 13 Days war es dann so, dass das Schiff der Russen dreht dann in letzter Sekunde ab und alle sind sehr, sehr froh, dass hier keine roten Knöpfe gedrückt werden mussten und ähnliches. Also, dass die Welt da eben tatsächlich, ja, durchaus am Rand eines möglichen Nuklearkrieges auch schon dann wieder stand. Dass da eben der Funke schon sehr, sehr dicht war, zu einer Flamme zu werden. Genau, und in dieser Phase kam dann dieser Film ins Kino, wo die Leute vielleicht möglicherweise doch eher was anderes gucken wollten. Ja. Auf jeden Fall. Was mir noch eingefallen ist, wegen dem Ende, weil Frank Sinatra ja dann nochmal auftaucht, um dann nochmal diesen Epilog darauf zu halten. Vielleicht war es auch einfach so ein Ding, um ihn nochmal scharf ins Bild zu bringen. Denn in diesem Film gibt es ja dann eine sehr bekannte und berühmte Szene, in der Frank Sinatra dem Lawrence Harvey das Ding mit den Karten erklärt und so ein ganzes Kartendeck ja nur mit diesen Karo-Dame hat. Und er ist die ganze Zeit immer unscharf im Bild. Und daran merkt man halt auch, dass der Film relativ zügig gedreht werden musste und in einem One-Take, weil es gibt immer nur eine Kameraeinstellung. Es wird in diesem Over-Shoulder-Shots, also in diesem Hin- und Herspringen zwischen den beiden Figuren, immer die gleiche Einstellung verwendet von davor. Und dadurch, dass allerdings der Schärfebereich nicht stimmte, man sieht, der Schärfebereich, der liegt ungefähr auf dem Revers, also auf der Schulter liegt der, ist das Gesicht immer unscharf. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, Moment mal, ist das jetzt gewollt? Aber der hat das nirgendwo anders im Film, hat er das nochmal drin, sondern nur hier drinne. Und dann ist mir wirklich aufgefallen, das ist wirklich immer die gleiche Einstellung. Der schneidet in die verdammt nochmal gleiche Einstellung rein. Und dann habe ich kurz überlegt, das ist doch nicht gewollt, das ist doch absichtlich drin, aber die Szene ist drin geblieben. Die ist drin, weil die was Wichtiges erklärt.
Konnten die nicht nachdrehen? Ich musste nicht lange recherchieren, um rauszufinden. Nein, konnten sie nicht. Dieses One-Take-Agreement, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, hat dafür gesorgt, dass diese Szene entweder rausfliegt oder drin bleibt. Aber die muss natürlich, um den Inhalt rüberzubringen, muss sie drin bleiben. Heißt also, er hat sie drinnen gelassen. Jetzt haben natürlich viele FilmkritikerInnen und FilmwissenschaftlerInnen dann irgendwann festgestellt, dass das ja geradezu brillant ist, Frank Sinatra hier unscharf dastehen zu lassen, während gegen Lawrence Harvey sehr scharf dasteht, und haben das dann sozusagen so ins Verhältnis gebracht. Und John Frankenheimer fand das immer sehr amüsant, hat sich das nicht anmerken lassen, hat es aber wohl im Audiokommentar zum Besten gegeben. Ja, also ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen beim Wiedersehen. Ich habe dann auch erst überlegt, ist jetzt hier das, liegt's am Ausgangsmaterial, also ne, das, weil ja, und dann habe ich überlegt, na gut, aber die andere ist ja auch scharf hier. Und dann habe ich eben auch gedacht, also wie immer, ne, es ist so, wie es ist, und aber man kann dann eben sehr schön interpretieren, wie zum Beispiel, ja, diese Unschärfe, das sagt dann vielleicht auch wieder was über Lawrence Harveys Charakter, wie er diese Welt wahrnimmt und diesen Major Bennett Marco. Und wie gesagt, ne, die Tatsache ist anscheinend, ja, sie haben halt gesagt, wir füllen, oder Frank Sinatra hat das eben vertraglich drin, er dreht eine Szene einmal und dann ist fertig, und wenn die halt nicht scharf aufgenommen worden ist, dann ist die halt unscharf, aber das ist ihm dann egal. Aber man kann es eben sehr schön nehmen, eben für so eine Sachen wie Raymond ist eben total fertig mit der Welt und er kennt schon gar nicht mehr so richtig scharf sein Gegenüber dann auch in diesem Moment, und allgemein auch, ne, was du ja vorhin erzählt hast mit der Ausleuchtung und wie sehr Frank Sinatra ja auch schwitzt in der Szene, meine ich. Genau. Also die merkwürdigsten Umstände führen zu den interessantesten Momenten dann manchmal. Ja, ich wollte es nämlich tatsächlich auch sagen, weil der Film, ich hatte es vorhin gesagt, der entscheidet sich dann für Zweier-Einstellungen. Der muss ja sogar in Zweier-Einstellungen machen, wenn der gute Herr Sinatra ja nur einmal das spielen will, in seinem One-Take bringen will. Deswegen geht's gar nicht anders. Und tatsächlich war es wirklich so, ich habe halt dadurch, dass ich viele Projekte selber auch schneide, einen ganz anderen Blick drauf, wann ein Filmemacher in seine also in eine bereits verwendete Einstellung noch mal reinschneidet. Und dadurch, dass er die ganze Zeit immer die gleiche Einstellung, also in dieselbe reinschneidet, nicht die gleiche, in dieselbe reinschneidet, dann dachte ich mir so, okay, das ist ja definitiv also die mussten es drin lassen, weil die immer nur diese verwendet haben, und die war leider unscharf, weil normalerweise ist es eigentlich üblich, dass du zumindest in solchen Szenen zumindest immer kleine Heransprünge machst, also dass du die Kamera um 30 Grad mindestens verstellst, mit der Brennweite noch ein bisschen arbeitest, um sozusagen noch ein bisschen mehr Dynamik in die Szene reinzubekommen. Das war auch 1962 auch schon üblich, gerade bei großen Produktionen, und hier wird das eben halt nicht gemacht. Und dass dieses vertragliche Ding dazu führt, dass das so ein bisschen distracting wirkt, das hat wiederum auch was diesen Gesamttonalität des Films halt wahnsinnig zugute tut. Ja, genau. Also ist ja quasi ein ungewollter Glücksfall in diesem Sinne. Kann man so sagen. Ja. Genau, aber der Großteil des Films ist aus meiner Sicht definitiv ein gewollter Glücksfall. Ich kann auch, also andersrum. Ich wäre somit eigentlich, ich glaube, man kann auch über sehr, sehr viele andere Themen hier sprechen. Ich wäre soweit, glaube ich, durch. Man könnte dieses Thema der Karo Königin, der Red Queen, sicherlich noch deutlich länger und intensiver besprechen, aber das darf dann irgendein anderer Cast bei einem anderen Mal gerne machen, oder wurde vielleicht auch an anderer Stelle schon gemacht. Genau, ich wäre sonst soweit durch. Du, habe ich jetzt so verstanden, hast jetzt auch nichts mehr, was dir noch so sehr unter den Nägeln brennt, dass wir es noch besprechen jetzt, ja? Nee, das ist alles in Ordnung. Ich habe das Wichtigste, denke ich, gesagt. Genau. Ja, dann bleibt mir damit auch zu diesem Film zu sagen, super Film. Ihr habt gehört, es gibt ihn bei Amazon Prime unter anderem, habe ich jetzt so verstanden. Und es gibt ihn eben auch physisch, beziehungsweise das machen wir schnell nochmal die Live-Recherche. Ich glaube, diese Ausgabe von der OFDB als... Gibt es als Mediabook, gibt es aktuell noch für so um die 20 Euro gerade aktuell zuschlagen? Nee, Moment, das ist noch ein Digipack. Also die Edition, die ich zumindest habe, ist ein Digipack, und ich meine, das ist auch weiterhin noch ein Digipack. Ist ausnahmsweise mal kein Mediabook. Ist noch ein Digipack im Schuber mit einem Booklet auch. Und wie gesagt, unter anderem Audiokommentar ist dabei, und
sogar eine Episode von The Directors über John Frankenheimer und ein paar Interviews. Auch mit Sinatra, Lansbury und William Friedkin hat sich auch nochmal anscheinend zu dem Film geäußert, aber das weiß ich aus dem Stammplatz schon nicht mehr so genau. Ja, genau. Ist auf jeden Fall erhältlich, wer das sich physisch noch ins Regal stellen möchte, und sonst besteht eben auch die Möglichkeit, beim großen A sich das Ding zu kaufen. Ist also verfügbar. Auf jeden Fall. Genau, und ich kann nur jedem empfehlen, da mindestens mal einen Blick reinzuwerfen. Äußerst faszinierender Film. So ist es. Ja. Ja, ein kleiner Ausblick, wie es hier bei der Wiederaufführung weitergeht. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Es wird regelmäßig, unregelmäßig bleiben. Gedanken gibt es eigentlich mehr als genug und habe ja noch viele Sachen, die ich einfach so schon mal on air angekündigt habe. Aber ich merke auch, ja, zeitlich sind gerade andere Präferenzen vorhanden und das zieht sich so durch über die Wochen und Monate und dann geht es mal schneller rum, als man denkt. Hört auch gerne bei den Nostromo-Gesprächen rein. Wie gesagt, was ich jetzt hier, das letzte Update, was ich gemacht hatte, wurde mir angezeigt. Ich glaube, Red Sonja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das noch eure aktuelle Folge? Genau. Und zu unserem Vierjährigen wird es eine Leiche zum Dessert geben. Na, guten Appetit. ja. Genau, also da kann man auch viel reinhören. Wie gesagt, die meisten Links werden mit Sicherheit hier in der Folgenbeschreibung irgendwo aufzufinden sein. Auch mit dem, wie hieß die Seite? Moviestills.com? Mit den Screenshots. Genau, Moviestills.db, also database.com. Ja, genau, auch das. Das werden wir hier gleich nach dem Gespräch nochmal alles, werde ich das nochmal notieren und mir von dir durchgeben lassen und dann könnt ihr das alles in der Folgenbeschreibung finden. Ja, das war Wiederaufführung Nummer 189. Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, und es ist ja auch bald wieder Wahlkampf. Ja, nee. Möchtest du noch etwas loswerden? Jetzt ist Chance, danach nie wieder. Nein, vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht und du hast mir die Möglichkeit gegeben, hast diesen wundervollen Film tatsächlich dann doch mal noch sehen zu können. Sehr schön. Ja, stimmt, das wurde auch nochmal gar nicht erwähnt. Die Vorgeschichte ist ja, ich war ja bei euch zu Gast im Horror Oktober hier mit Nightmare 5. Und mir war ja der Gedanke, ihr habt ja auch so diese kleine Paranoia-Reihe gehabt bei euch. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, ach, den Film, den wollte ich auch mal besprechen und da wäre das ja bietet sich das ja an, mit jemandem, der schon genau. So sich ein bisschen paranoisieren hat lassen, da genau. Mal noch so ein Vertreter. Da haben wir über Clued gesprochen, wir haben über The Conversation gesprochen und über den fantastischen Blowout, also es sind alle fantastische Filme, aber über die drei haben wir gesprochen. Und das kann ich tatsächlich schon mal on record sagen, wir haben vor, diese Paranoia-Reihe tatsächlich fortzuführen, noch dieses Jahr, also es wird da noch ein paar Sachen geben. Da freue ich mich schon drauf, werde ich dann auch hoffentlich nicht wieder mit zu großer Verspätung dann reinhören. Ich habe teilweise Folgen von euch auch erst 4-5 Jahre später gehört. Ja, das ist ja das Schöne. Wir sind ja auch nicht unbedingt aktualitätenabhängig. Das kann man ja sowieso immer mal ins Archiv hinabsteigen und da irgendwas sich rauspicken. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, Sebastian, wie gesagt. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.